Also ich war total nervös und dann sitzen die da, Eichinger und... Oh, der war gut! Hallo! Setz dem Tag die Kirche auf! Hier ist der echte Wahremeister Jüricht. Oh Gott. Ich sag's dir guten Tag! Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, gerne. Hier steht der wahre Meister Röhricht vor Ihnen. Sehr schön. Was wollen wir denn machen? Wir werden heute, wie üblich, eine Menge Spaß haben. Wir werden völlig chaotisch, ohne Konzept und ohne Drehbuch, Skript, wie es auch immer heißt, einfach einen guten Abend haben. Ne? Locker morgen einen Film machen. Genau. Wir laden dich ein zu einer schönen, kultivierten westfälischen Mantaplatte. Westfälisch? Ja, Mantaplatte. Sind wir hier in Westfalen? Ja, aber locker. Mhm. So weit sind wir hier runtergefahren, kann man mal sehen. Ich wohne ja ganz oben im Norden. Mantaplatte, sagt dir was? Wie viel Mantaplatte? Ja. Das muss ja viel sein. Sagt dir, Mantaplatte kennst du? Nein, Mantaplatte. Er kennt... Ich kenne höchstens einen Rochen. Okay, wir schicken Ronald los. Eine Gorilla von Skyteam, so eine habe ich auch. Die hat übrigens einen E-Starter, ne? Ja, ich weiß. Ach. Ja, Meister! Na, ja, das klappt ja wieder immer wunderbar, oder? Ja. Das klappt ja immer wieder. Er hat aber auch keinen Führerschein. Ich sag mal, die Kupplung hält nicht so lange, ne, bei ihm. Fährt er jetzt weit, du? Muss er weit fahren? Nö. Ich hab Hunger. Da siehst du das. Ich hab Hunger. Und wir haben den getrackt. Aha. Riechst du das gerne? Herrlich, ja. Das ist wie Parfüm. Also bei mir ist das so, wenn ich mir so gucke nach Benzin, ob da Benzin im Tank ist, dann rieche ich erstmal schön den Einzelstutzen oder die Verschlusskappe, dann muss ich erstmal richtig schön schnüffeln. Ich mache Benzin gerne riechen. Da ist ja auch noch die Frage, ob es gesund ist oder nicht. Das ist mir scheißegal. Aber du siehst blendend aus, ne? Danke. Hier, guck mal, Manuel. 4,99 Spende für einen neuen zölliger Schieber. Ha. Was meint er damit? Zölliger Schieber? Hm? Den kennt er ganz genau, von Meister Röhrig aus dem Werner-Film. Wo das er auf dem Boden einen zölligen Schieber sieht. Das ist ein Ventil. Ein 1 Zoll, ne? 1 Zoll, das Maß, ne? Das Gewinde. Mhm. Da piept und dann hebt Meister Röhrig, hebt den Schieber auf und sagt, sag mal, tut auf Not, dass der Schieber hier so rumoxidiert? Du, der ist doch noch gut. Werner, leg den mal bitte ins Lager. Schön mit der Drahtbürste putzen, ne? Und dann legst du den zurück aufs Lager. Das ist tatsächlich so gewesen. So war mein Meister. Aber der Werner in den Comics und in dem Film, ja, in diesen Rollen, das bist doch dann eigentlich du, oder? Ja, also mein Bruder und ich, wir haben das ja immer zusammen gemacht, die Filme. Und ich bin da in dieser Situation, schlüpfe ich ja in die Rolle von Werner. Weil ich das ja live auch erlebt habe. Ich habe da gelernt. Und wir haben dann diese Geschichten so verpackt, dass es eben Werner ist. Aber live bin ich tatsächlich bei dem Meister Röhrig gewesen. Und deswegen ist das auch witzig, dass ich diese Stimme, der hat ja tatsächlich so gesprochen. Der hat so eine helle Stimme gemacht. Das war so ein ganz dicker Typ, weißt du, so wie auch in den Comics gezeichnet. Der hieß wahrscheinlich in echt auch nicht Röhrig, oder? Nein, der hat uns verklagt. Wegen Verunglimpfung. Erzähl. Da hat er den Verlach verklagt. Verlach. Den Werner Verlach, früher hieß das ja noch Semmelverlach. Und der wurde dann verklagt. Und dann mussten wir den Röhricht anders nennen. Dann hieß er nicht mehr, der hieß vorher Schurig. Und dann hieß er nachher, haben wir uns ausgedacht, passt ja auch viel besser Röhrig. Wegen Rohr verlegen und so, weißt du? Mhm. Guck mal, das ist doch krass. Oh, da hat jetzt einer 50 Euro gespendet. Super. Aber das finde ich jetzt ein bisschen schade, weil der hat nichts gefragt oder so, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt... Guck mal da, Röhricht ist so geil, der hätte ich auch mal spenden können. Du, Andi ist einfach der Beste. Das Essen kommt. Essen ist da. Das haben wir gehört. So. Das ist doch gefegt im Meister Röhrig, ne? Sie sind es. Sie sind's nicht. Das kann gar nicht sein. Ja, gehen Sie mal weg. Ja, man sagt Mantaplatte oder auch Bottropper Schlachtplatte. Mhm. Estemolo hat 2 Euro gespendet. Mjolnir Werkzeugkoffer an der Wand. Was meint er? Mjolnir Werkzeugkoffer? Was meint er? Das habe ich extra hier für dich. Ja, das ist schön, du. Ne? Das ist toll, du. Das werde ich noch signieren. Ja? Du. Schreibe ich hinten was rauf. Ja, oder vorne. Ne? Oder vorne. Wie
Wie weit das Original ist, jetzt meinst du zur, so vom Typ, so. Zur Realität, meinst ja, du? Ja, also dass der, ich meine, der lebt wahrscheinlich schon nicht mehr, ne? Nein, der, und das ist ja auch verrückt gewesen. Der ist genau an meinem, wo ich, wie alt bin ich da geworden? Er ist auf jeden Fall genau an meinem Geburtstag gestorben. Also lebe ich ja jetzt in ihm weiter. So habe ich das mal übernommen. Da habe ich von meinem Freund die Todesanteile bekommen. Guten. Guck mal hier, dein Meister. Mhm. Ist gestorben und da hatte ich, an dem Tag hatte ich Geburtstag, 29. Mai. Und das ist ganz normale Currywurst. Ja, in Westfalen heißt, und in Ruhrpott heißt das Mantaplatte. Wusste ich nicht. Ja, weil, wie kommt das eigentlich? Wegen so ein bisschen Manta? Manta. Wegen dem Film Manta, mhm. Manta? Wirklich? Mhm. Schmeckt gut. Mhm. Ist auch gesund. So, ich hab fertig. Ja, wunderbar. So, hat gut geschmeckt, danke. Ja. Bist doch gut, Raubi. Das geht ja noch weiter. Und was ist eigentlich mit Bier? Genau, wir haben so. Ja nichts zu trinken. Ist so ein bisschen trocken hier, die Luft. Was hat er denn? Ja. Nein! Ja, sicher. Das ehrt mich. Bescheid. Oh, natürlich kenne ich das. Das bin, ist hier, ich bin Großkonsument ja? von sowas. Nee, das finde ich ganz nett. Mhm. Das ist von der Flensburg. Das hast du Armbrot, ne? Ja. Armbrot? Ja, was ich ist hab, das? Ich habe Bescheid. Ach, das, wie viel gibt's? Mittag, Armbrot, besser ist das. Frühstück. Leere Flaschen offen lassen, sonst Tellerlippe. Tellerlippe ist das? Tellerlippe ist eine aus der Fresse. Außen. Ja? Ja. Was? Aber in den Werner Comics, die haben immer so Wulstlippen. Nicht alle. Aber es gibt so ein paar extreme Wulstlippen. Eckhardt hat Wurstlippen. So. Und ich finde es, irgendwie haben die Werner Comics was. Weil ich habe mir am Wochenende auf die... Die sind authentisch, deswegen ist das gut, weil das aus dem wahren Leben ist. Natürlich, aber du guckst dir diese Typen an und du denkst, Alter, wie geil kann man denn diese Typen zeichnen? Und dann habe ich mir deinen Bruder vorgestellt, wie er mal dazu gekommen ist. Und das ist ein ganz großes Talent, mein Bruder. Ja, das... Was das Zeichnen angeht. Also wenn du ihn siehst, wie er zeichnet, er kann mit rechts und mit links zeichnen. Er hat zwei Schreiber in der Hand ja. und kann genauso mit links und mit rechts zeichnen. Manchmal macht er das mit beiden Händen. Gleichzeitig dann. Völlig verrückt. Wenn du das siehst, dann denkst du, oh, das kann doch irgendwie nicht angehen. Ist schon ein Phänomen. Ich sag erstmal. Warte. Warte? Ja? Warte. Ruhe im Raum. Wir machen bei drei. Machen wir immer so. Eins, zwei, drei. Dass es nur ein Block gibt. Das haben wir mal im Kino gemacht. Vor allem, also ich glaube, das ganze Kino war, ich weiß, wie viele Leute passen da rein, 100 Leute und jeder hatte eine Flasche Bier. Ja. Und er hat, ich stand vorne auf der Bühne und habe gesagt, Leute, bei 1, 2, 3 müssen wir die Flaschen aufmachen. Mal sehen, ob das klappt. Das haben wir aufgenommen, das Geräusch. Pass auf, warte. Dann wollt ihr nicht auch. Dann kriegt ihr jetzt auch erstmal. Ja, versorgt die mal. Dann machen ja. wir einen Fünfer. Wisst ihr denn, wie die aufgehen? Natürlich. Ja, es gibt Leute, die versuchen, die aufzudrehen. Nee. Ja, es gibt das. Nee, wir haben ja hier. Aufdrehen. Du weißt wohl nicht, wie man Bier aufmacht. Damit hier. Kannst. Nein, das ist doch verkehrt. Ach so. Dussel. Das war ein Scherz, Leute. Ja, das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Nein, ich erzähle das kurz nochmal weiter. Und dann habe ich ja gesagt, bei drei bitte alle Flaschen aufmachen. Und das hat insgesamt bestimmt. Ich sag mal 30 Sekunden auf gedauert, bis jeder so eine Flasche auf hatte. Das war so plopp, 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 plopp. Und dann hier so nochmal plopp. Ist doch toll. Bei drei oder bei eins? Bei drei. Okay. Eins, zwei. Was ist? Ja, warte doch. Eins, zwei, drei. Oh, der war gut. Hallo. Der war echt gut. Erfolg. Ja. Ich bin übrigens der André. Ich bin André, ne? Ja. Man darf ja nicht Andi zu dir sagen, ne? Oder? Nee. André. André, Dreh schützt das Leben ihres Sittis. Trill schützt das Leben ihres Sittichs. So, hau weg die Scheiße. Groß. Mit Jod S11. Ja, mit Jod S11, ja. Denn Trill Vollnahrung enthält Jod S11-Körnchen. Prost. Andi anstoßen. Ja, genau. Magst du gern Tiere? Ja. Ich habe ja Haustiere. Was hast du an Haustieren? Katzen. Das ist Klopfer. Und Klopfer ist jeden Tag eine Dose von dem schönen Katzenfutter hier. Prost. Ich war ja gerade in Houston und da war ich bei dem Duck. Den kennen ja die Zuschauer auch mit der Werkstatt und so. Wenn noch nicht, reingucken.
Sehr cooles Video, sehr cooler Typ. Und der Duck ist so ein Typ, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. So ungefähr. Ja. Ganz unkompliziert, ganz bodenständig. Hat ordentlich Geld, aber der hat einfach auch immer gemacht. Also er hat nicht gejammert, er hat immer geguckt, wo kann man was machen und so weiter. Und dann hat er einen guten Job gemacht. Und dann ist ja so, viele denken ja da und da hat der und der Glück gehabt. Aber ich glaube immer... Nein, das ist alles der Fleiß. Der Fleiß, oder? Und dann kommt eine Gelegenheit. Und wenn, was weiß ich, dein Bruder nicht ein Genie wäre mit dem Zeichnen, dann wäre auch keiner auf ihn zugekommen, ey, kannst du mal für eine Zeitung oder irgendwas. Mhm. Da hat er schon als kleiner Junge schon immer richtig klasse Bilder und ganz tolle Sachen gezeichnet. Und irgendwann ist er darauf gekommen, tatsächlich, ich habe den Drang, ich will Comiczeichner werden. Also das ist natürlich auch eine lange Phase, bis es dazu kam, dass sowas dann überhaupt auch mal gefruchtet hat mit dem Werner. Auch hier? Das auch, ja. Aber das lief eigentlich von Anfang an, wo Werner dann ins Leben kam, wo er diese Comicfigur erfunden hat, da lief es eigentlich gleich schlagartig gut, weil die Geschichten waren so richtig geil, authentisch. Mit den Motorrädern, mit dem TÜV und so, weißt du, das ist ja alles so, wo die Leute sich auch wiedererkennen. Und, oder diese Handwerksgeschichten und so, das ist einfach authentisch und deswegen hat das Volk das auch so angenommen. Ist so. Ich habe früher während der Schulzeit schon und dann später Studium, habe ich immer auf dem Bau gearbeitet. Und das war auch so, da fing das auch mit Werner mit den Filmen an. Mhm. Und da hatten wir einen Bauleiter, der hat immer die Meister-Röhrig-Sprüche imitiert. Ne? Ja, das haben sie alle. Das haben sie ja alle, ne? Auf der Baustelle war immer einer, der irgendwie Meister-Röhrig gespielt hat, weil das mir so lustig war. Ne? Dass mir das fertig wird, ne? Hier bleibt so lange. Ne? Ja. Ja, Meister, was heißt dir? Ja, 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 heißt leck mich am Arsch. Genau, das ja, ja, heißt leck mich am Arsch, ja. Hat er auch mal gesagt. Hm. Und dann musste ich letztens noch dran denken, wie lustig das ist, dass man da als junger Schnösel da mal locht hat, das immer gehört hat. Ja. Und dass ich jetzt das Privileg habe, mit dem echten Meister Röhrig hier ein schönes Birkstoff. Herrlich, ne? Herrlich. Ich fühle mich auch ganz wohl, muss ich sagen. Ja, fühlt sich wohl. Wir haben es richtig gut hier. Ja, mir gefällt sowas, ja, Werkzeug und diese ganze Materie hier. Und dann hast du mir noch erzählt, dass es früher meine alte Motorradwerkstatt war. Mhm. Da hinten, da liegen noch schöne Abzieher und das alte Werkzeug noch von dem. Was habe ich hier auch gefunden? Ein alter Zündkerzenschlüssel. Jo. Toll, sowas. Finde ich klasse. Oder hier. Ein Kettennietrenner, ne? Ein Kettentrenner. Da fehlt bloß dir der Splint drin. Da musst du so ein harter Splint rein, der die Niete rausdrückt. Aber der ist nicht ganz vollständig, da fehlt was. Ja. Soll ich Sie das reparieren? Ja, sicher. Guck Andi, dir das mal an. Andi, wenn du gehst, nimm Werkzeug mit. Das haben wir schon bequatscht, weil, das hast du ja vorhin schon... Steht da? Ja, sicher. Ich kann mir doch nicht einfach Werkzeug mitnehmen. Nein. Was denn ihr denn? Ich hole mir doch nicht hier einfach Werkzeug ab. Das ist ja die Frage, wie er das gemeint hat. Ob du wirklich ja, das möchte ich jetzt auch mal wissen. Einen 31er-Move ja. machen sollst, oder... Hier so, weißt du? So hier. Tschüss. Ja, so. Dann fällt noch beim Rausgehen so was raus, oder? Ja, ja. Taschenkontrolle. Nee, aber nee. Tatsächlich können wir mal ein bisschen aufklären, weil ich habe ja das Video gesehen mit dieser alten Flex, wo ich dachte, Gottes Willen, der Akku ist Fratze, das geht so nicht. Und dann habe ich... Welche Firma hatte denn die Flex? Was war das denn von der? Ich glaube, ich hatte gedacht Ryobi. Aber dann hattest du mich vorher korrigiert, das wäre DeWalt. Ja, DeWalt sagst du? Nee, pass auf, das war sagst ja... Sagst du DeWalt? Nee, pass auf. Du, DeWalt? Das heißt doch DeWalt. Oder? DeWalt, dann ist es holländisch, aus dem Wald. Ja, kann sein. Von DeWalt. Ja. Kommt von DeWalt. Von DeWalt her. Ja. Ja. Nee, erzähl. Nee. Interessiert mich. Ich habe in Amerika, ja jetzt gerade mit dem Kollegen gedreht, der hat natürlich auch, und auch mit Werkzeughändlern, und die Amis, die sagen DeWalt. 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 That's a DeWalt table saw. DeWalt. Ist es denn amerikanisch? Ja. Ja, ist amerikanisch. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gekauft. Ja, ist amerikanisch. Ja. Obwohl, so, es gibt gute amerikanische. Uha. Ja. Also, das ist natürlich auch so ein bisschen bei Werkzeug auch immer so eine Fanbase oft, ne? Ja. Unheimlich viele, die mich ansprechen, ja, hier, ich will mir jetzt was Gutes kaufen, ich wollte so Makita. Viele haben noch so, Makita ist unheimlich gut, aber Makita hat, glaube ich, ein bisschen nachgelassen. Ja, das, was du mir vorhin schon gesagt hast, die kommen nicht so hinterher mit neuen Sachen. Die haben immer den alten, die entwickeln nichts richtig was Neues, finde ich, ne? Mhm.
Ich habe die DeWalt gekauft wegen der Farbe. Ja, wirklich? Ich mochte Gelb-Schwarz gut und wegen Borussia Dortmund. Was hast du denn mit Dortmund zu tun? Weil das Gelb-Schwarz auch schön ist. Und da dachte ich... Im Moment, du findest Gelb-Schwarz gut. Und hier Borussia auch Gelb-Schwarz und so. Das finde ich immer, Gelb-Schwarz finde ich irgendwie toll. Mhm. Und deswegen dachte ich, Mensch, ich kaufe mir die DeWalt. Eben kam noch eine Frage, dass es blöd von mir wäre, dass ich dich über Röttger frage. Ist das so? Also mir wird das jetzt... Eigentlich stört mich das nicht. Ich finde meinen Bruder ja gut. Und warum soll ich da jetzt schlecht über ihn reden oder so? Ich finde das ja toll, was wir damals ins Leben gerufen haben und so. Da muss man natürlich zu stehen. Und der Ausschlaggebende, der Erfinder von Werner ist ja mein Bruder. Das bin ich ja nicht. Ich habe ihm ja nur da praktisch bei geholfen mit den Geschichten von Meister Röhricht und so. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Filme reden, Werner-Filme, da haben wir alle Drehbücher für die Werner-Filme zusammengeschrieben. Wir haben uns dann irgendwie auf die Bahamas verzogen. Da waren wir vielleicht für anderthalb Monate auf den Bahamas und haben Drehbücher geschrieben. Geil. Das war toll, das war echt klasse. Und in dieser Zeit alleine kann man sowas gar nicht entwickeln. Nee. Man muss sowas zu zweit oder zu dritt machen. Und wir haben da eigentlich wunderbar zusammengepasst und wirklich viele schöne Sachen entwickelt. Also die ganzen Werner-Filme sind schon toll gewesen und die ja Dialoge ausdenken und so, das haben wir alles schön zusammen gemacht. Was dann daraus geworden ist, dann haben wir wieder bei der Konstantin, Bernd Eichinger zum Beispiel, ja, so können wir das nicht bringen, das sind die verkehrten Sprüche, das ist zu schlimm, das ist zu anarchistisch. Und ja. So, dann haben wir aber immer darauf bestanden, das muss so sein, weißt du? Wir wollten ja keinen weichgespülten Film machen, sondern das musste auch wirklich so sein, so wie wir das wollten. Wie lief das da? Ab Drehbuch hieß, er hat dann auch schon geskribbelt und geskriptet? Ja, wir haben dann schon so kurze Zeichnungen gemacht. So. Wir mussten uns ja auch manchmal Figuren ausdenken, die in dem Film vorkommen. Und dann haben wir gesagt, wie könnte der denn aussehen, wie könnte der sprechen? Zum Beispiel dieser Captain Brassmann, die Stimme spreche ich auch von dem. Das ist so ein alter, besoffener Hafenkapitän. Ja, wir haben da so auch Charaktere entwickelt in der Zeit. Ne? Und dann sagte Röttger mir, Andi, sag mal, wie sieht er denn aus? Sag doch mal, geh doch mal. Und dann habe ich mir so ein Laienspiel abgehalten, wie der denn ist, mit der Buddel Bier. Und er hat das dann gezeichnet. Ne? Ja, das ist so, das muss doch großartig sein. Ja, das also, hat Spaß gebracht, dieser Moment, den du dann hast, also ihr habt doch oft auch richtig viel gelacht dabei. Ne? Absolut, absolut. Ja, wir haben es auch immer ordentlich mit Bier bespült. Also so, das brauchte man ja so zur Inspiration. Das war manchmal echt lustig, du. Echt klasse. Manchmal war das dann auch so doll, da konnten wir uns am nächsten Tag nicht mehr dran erinnern. Da haben gesagt, wie war das denn noch? Was hast du denn noch gesagt? Das war so lustig. Ja, ich weiß das nicht mehr. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wird wieder Bier getrunken. Dann fällt dann am nächsten Tag wieder ein, weißt du? So, okay, machst du die Ansage? Nee, mach du mal. Ja, pass auf. Auf drei war das, ne? Mhm. Kannst so. Auch fünf sagen. Nee, wenn dann bin ich schon wieder das Original. Gut. Eins, zwei, drei. Och, Scheiße. Oh, Scheiße. Nee, du warst spät, nein, ne? Das war ich. Ich habe die Reaktion nicht mehr. Ich bin doch schon älter. Bin der André. Hau weg, Prost. Jetzt schreibt einer, was für Motorräder hatte Andi? Was war? Was für Motorräder hattest du? Hatte? Ich habe die noch alle. Na, du hast alle noch? Ja, man kann ganz, also ich habe ganz viele Motorräder. Ungefähr? 36, 37. Ich habe neulich mal gezählt. Und jetzt sind schon wieder zwei dazugekommen. So an die 40. Ja. Wo wir gerade mit Motorrädern. Wir sind so im Gespräch vertieft. Hier stehen ja auch noch Motorräder. Hier stehen auch noch Motorräder. Aber das sind ja keine von der Stange, sondern das sind selbstgebaute Motorräder. Aus meiner Fantasie entstanden. Ja, du hast dann eine Regelfantasie. Ja, ich inspiriere mich. Also ich kannte die Waldfee, ne? Die Geschichte hast du wahrscheinlich schon 1500 Mal erzählt. Warum heißt das Gerät Waldfee? Die Waldfee heißt deswegen Waldfee, weil das ein Motor von NSU Prinz ist. Kennst du NSU Prinz Autos? Genau. 1200, 1100 und 1000 Kubik gab es die. War das der TT? Das ist ein TTS-Motor mit Doppelvergaser. Genau, also der von der Mönch quasi. Ja, kann man sagen, Mönch, genau. Bloß, nur bei der Mönch war der... bloß der Motor quer, ist ja ne? nicht, der ist jetzt bei dieser Maschine längs eingebaut. NSU Prinz-Motor. Und warum heißt die Waldfee? Weil aus dem Prinz eine Fee geworden ist. Und weil ich die im Wald, bei mir, ich wohne ja am Wald, habe ich die Waldfee genannt. Und ich habe angefangen damit, ich habe beim Kollegen, Freund von mir,
auf dem Dachboden Heizungsrohre verlegt. Und auf diesem Dachboden sah ich ganz in der Ecke diesen NSU-Motor. Der lag da so abgedeckt mit so einem Lappen, zugedeckt und so. Ich denke, mein Gott, was ist das denn für ein geiler Motor? Luft gekühlt, ne? Mit Kühlrippen. Die kann man doch im Motorrad, da kannst du doch ein Motorrad draus bauen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich den gefragt, sag mal hier, was mit dem Motor denn da oben? Ja, den hat mal jemand hier liegen gelassen, der ist früher Bergrennen gefahren mit dem, mit so einem NSU Prinz. Und den hat er als Ersatzmotor bei ihm da liegen gelassen. Der kam aus Schweden, der Rennfahrer. Auf jeden Fall war das der Meilenstein, der Anfang überhaupt, dass ich gesagt habe, ich baue mir jetzt da drauf so ein Motorrad. Und die Vorgabe von diesem Motorrad war die alte Henderson-Polizeimaschine, die amerikanische. Mhm. Wo hast du denn den Antrieb her? Der Motor hört ja hier auf und dieses Stück hier, das ist ein Zwischenstück, das haben wir extra fräsen lassen, drehen lassen. Ja. Und da ist eine Umkehrung drin, weil der Motor andersrum dreht, wie das Hinterachsgetriebe es will. Also ist da nochmal eine Drehveränderung drin mit so einem kleinen Kettenantrieb. Und dazu ist es das ja auch noch erforderlich gewesen, um den Anlasser, der ist ja hier, wenn man jetzt hier auf den Knopf drückt, da ist ein BMW-Anlasser drin, Das ist ganz viel BMW-Technik. Also ist auch BMW-Endgetriebe. BMW-Hinterachsgetriebe, ja. Das ist auch von der 69S das Getriebe, BMW. Die Räder praktisch auch, also die Narben, vorne auch, die Bremse ist auch BMW. Und das sind so alles Sachen, leider gibt es das ja nicht mehr, Teilemärkte. Hupe geht auch, Tank ist leer. Den Motor habe ich so auf zwei Blöcke gestellt und da habe ich den Rahmen so rumgeschmiedet. Das ist alles aus dicken Stahlrohr gebaut, der Rahmen. Der Motor ist hier starr eingehängt, festgeschraubt. Hast du das klar lackiert oder patiniert? Nein, das oder ist, was? Das ist gar nichts. Das ist nur mit Waffenöl, mit Ballistol. Was ist das? Das ist Ballistol. Guck mal hier. Hydraulisch. Bis hierhin. Ach, und dann hast du da wieder einen Zylinder, der dann das Gestänge betätigt. Ja, toll, ne? Ja, ist geil. Das ist Funktionspunk. Du, guck mal, so geht das. Geil, ne? Aber warte mal. Ja, du hast gar keine Verzögerung, ne? Hm. Ist das vom Ansprechverhalten irgendwie gewöhnungsbedürftig? Ja, es bremst, ne? Woher kommt diese Faszination? Und ich glaube, dass du ganz viele Details hier siehst, die dich als technisch begeisterten Jungen, ja, ich bin schon als Kind detailverliebt. Also ich könnte jede Schraube könnte ich toll finden und wenn ich so Teile sehe, dann sind zum Beispiel auch so Sachen, die für irgendwas anderes mal waren, die kann man zweckentfremden. Weißt du, was man so Teile gesucht hat, die eigentlich mal was ganz anderes waren. Die Trittbretter hier, die sind von der alten Indien gewesen und die, also man findet dieses zum Beispiel hier, das war mal so ein Hupenhorn. Das habe ich da eingebaut und das ist jetzt eine Auspuffkühlung mit Kühlrippen. Die Kühlrippen sind alle einzeln angelötet. Aber wo eine ist denn Arbeit. Die Ansaugung? Die Ansaugung ist hier. Hier ist der Luftfilter. Guck mal hier und das ist mal... Aber ich verstehe jetzt nicht, das ist der Auspuff. Aber was ist das denn jetzt hier? Das ist der Auspuff. Und dieses, ja, was ist das? Das ist praktisch eine Auspuffblende, damit ich das Bein, wenn ich das hier habe, mich am Auspuff nicht verbrenne. Und da, hier und kommt das nichts ist, raus? Das ist nur... Doch, hier kommt warme Luft raus. Also wenn ich im Winter fahre, habe ich eine Sitzheizung. Wann bist du das erste Mal Motorrad gefahren? Mein Bruder Rodger ist ja 5 Jahre älter wie ich und wir sind immer mit seiner Horex zusammen an den Strand gefahren und am Strand sagte er irgendwann mal mein Bruder, da war ich 13 oder 14, willst du mal mit Horex fahren, sagt er, ja klar, ja, setz mal einen Helm auf und dann haben wir die Karre angemacht, hat er mich raufgesetzt und mich losgefahren. Das war so das erste Mal. Was war eine Regina? Eine Horex Regina 400 war das. 400 war doch schon, 500 war top, oder? Also ne, war schon. Ja, 400 ist schon früher groß gewesen. Ja. Ja, das ist schon eine tolle Maschine gewesen. Und da saß ich dann als kleiner Bengel drauf, stolz wie Oscar. So ab 13 würde ich mal sagen, habe ich schon meine eigenen Mopeds gehabt. Bin sogar zur Schule gefahren mit Anderson Quigley. Und da hat der Lehrer gesagt, wer stinkt denn hier so nach Benzin? Und da hatten wir gerade am Vergaser rumgefummelt, bin ich morgens zur Schule gefahren. So. Dann hat er mich dann irgendwie entlarvt. Dann kam ich nach der Schule, nach dem Unterricht, da habe ich die NSU Quigley auf dem Friedhof abgestellt, zwischen zwei so Buchsbäumen, so ein bisschen versteckt. Und dann habe ich die da so rausgeholt und einmal steht der Lehrer da. Hab ich dich erwischt. Und er wusste, dass ich mit dem Moped zur Schule gefahren bin. Und dann? Ja, dann hat er mir das Moped erstmal weggenommen, Eltern angerufen, ihr Sohn fährt mit dem Moped zur Schule, das geht doch nicht. Der stinkt nach Benzin.
Ja, der war erstmal schluffen mit der Moped-Ära. Da haben sie mir das weggenommen. Auf jeden Fall krasses Teil. Aber wenn ja, ich jetzt. Setz dich mal rauf da. Das ist echt, wo hast du den Sattel her? Das ist von der Harley Davidson, von der alten Polizeimaschine. Geil. Das ist klasse, ne? Das ist richtig alt, ist der. Wie alt ungefähr? 40er Jahren? Ja, würde ich sagen. Das sieht und so auch geil die Gabel aus. Ist auch von der alten Penhead hier. Aber man sitzt doch geil da drauf, oder? Ja. Die Schaltung war mal hier, das habe ich jetzt aber erstmal verworfen. Die Schaltung ist jetzt hier hinten. Da, hier? Ja. Mhm, genau. Und du hast jetzt quasi hier die Haarschaltung? Nö, immer, das ist erster, zweiter, dritter. Das ist ja ein BMW-Getriebe. Das erste runter, zweiter, dritter, vierter. Okay. Mhm. Hier ist Fernlicht, Abblendlicht. Ja. Das ist vom VW Käfer. Jo. Ich mach mal hier an, pass mal auf. Ja. So. Ist jetzt hier. Jetzt ist Licht, jetzt mach mal Fernlicht, Abblendlicht. Licht ist auch richtig. Es hat 6 Volt, nee. Es hat 12 Volt. Komm, das ist modern. Guck mal, hier Fernlicht, Abblendlicht. Geil. Du, das ist eine Weltneuheit. Das hat kein Motorrad so. Das ist aber geil. Das ist Benzin. Hier hast du einen Ampermeter noch. Ja, das ist Strom. Hier ist Benzinpumpe. Ja. An, aus, Standlicht. Hupe? Ja, die hast du. Nee, der nicht. Der ist Hupe. Und das hat keine Funktion, weil du ja. Das wäre normalerweise Fernlicht, Abblendlicht, der hier. Ja. Aber Hupe. Was ist das? Das ist der Luftfilter. Also hier ist praktisch, sind die Vergaser unter. Und hier saugt er an. Und weißt du, wovon dieser Hebel ist hier? Kommt dir das bekannt vor? Ja, ja. Das ist ein Fensterhaken. Von so einer Fensterschließung. Wenn du das hier aufmachst, ich mach mal Strom aus. Hier kannst du das aufmachen. Und dann kannst du nämlich die Doppelvergaser sehen. Was ist denn für ein Vergaser drauf? Guck mal da. Das sind 2 SU-Vergaser. Das sind original vom NSU Prinz. Gib mal Gas, dann siehst du, wie der einspritzt da. Das ist die Beschleunigerpumpe, da. Ne? Zzt. Ja. Das hat auch so was Leibhaftiges. Ja, du siehst, da tropft jetzt Benzin rein. Wie schön, ne? Das ist auch diese eine Szene. So, das ist der Ansaug hier, du. Irre, ne? Alles geil. Selbst gebaut. Geil. Kommt denn da so wieder rauf? Das ist ja die Szene in dem einen Werner-Film. Das ist ja auch dir nachempfunden, wo du mit der Kombinette und dem Anhänger Oha. Die Pulle Gas irgendwie auf die Baustelle bringen. Ja, da müssen. Haben wir auch ein Video bei Andys Funktionspunk. Ist ja auch so ein Video zu sehen. Können wir das gerade mal einblenden? Wo wir das nachstellen. Ja, da haben wir nämlich vorbereitet. Ah, da ist das ja. Geil. Das ist eine Kombinette? Das ist eine Zündapp-Kombinette Dreigang. Das ist sogar meine Original-Zündapp, mit der ich damals zur Arbeit gefahren bin. Und so lange habe ich die schon. Mein Meister hat mich ja tatsächlich losgeschickt früher, da war ich vielleicht 15, 16 und da sollte ich mit der Maschine zur Baustelle fahren. Und ich bin zu spät zur Arbeit gekommen und dann hat er gesagt, Mensch, du sollst noch ein bisschen Material mitnehmen. Ja, ich sag, wie soll ich das denn machen? Sabbel nicht, das galt, ich habe einen Anhänger. Dann holt er einen Anhänger raus und tüdelt ihn dann mit Schweißrad rum. Und dann holt er die ganzen Sachen, die Sauerstoffflasche, auf so einem alten Anhänger. Sauerstoffflasche, das ist hier Sauerstoff, das ist doch 40 Kilo? Ja, das ist schwer. Und noch ein Heizkörper und ein paar Rohre und dies und das. Und dann sage ich, das kann ich doch nicht mit Draht da festfügen. Zappel nicht, das geht. Ich sage, ich muss zu Fahrrad Meier mir eine Anhängerkupplung kaufen erstmal. Das ist verkehrsgefährdend, mit Draht rumtüdeln. Das war ihm scheißegal. Du. Die habt ihr dann auch in dem Werner-Comic nachgestellt, ne? Ja. Aber da war noch Eckart. Eckart ein Realname oder hieß der auch anders? Und gab es den so richtig? Eckart gab es wirklich. Bloß, das war eigentlich nicht so ein dicker. Das war eigentlich ein sehr hübscher, junger, schlanker Mann. Aber wir haben den einfach so Eckart genommen, weil so ein normaler Typ wie Eckart normal würde im Comic gar nicht so lustig sein. Und deswegen haben wir Eckart einfach so fiktive. Schön mit Wurstlippen. Ja, so haben wir ihn, genau, mit Wurstlippen und. Der hat auch eine tolle Stimme gehabt, Eckart, im Film. Das ist ein Freund von mir, Kulle heißt er, der ist leider verstorben. Aber der hat über Jahre immer diesen Eckart gespielt. Also die Stimmen haben wir auch immer extra rausgesucht, wer denn diese Stimme spricht. Der Werner hat doch der Typ von Torfrock Klaus gemacht, Büchner, ne? Ja. Mhm. Den gibt es auch noch, ne? Ja, den fanden wir so lustig. Klaus Büchner hat echt eine original schöne norddeutsche Stimme, weißt du, das ist ganz klasse. Was auch noch war, das war auch so eine Geschichte von Bernd Eichinger, fand ich auch irgendwie verrückt, weil ich hatte ja
gesagt, ich möchte gerne diese Werner-Stimme, den Meister Röhrig sprechen, diese Stimme. Das wolltest du von vornherein? Ja, ich habe gesagt, ja, weil das authentisch ist und weil ich den ja auch so verinnerlicht habe. Ja, ich konnte ihn am besten nachmachen. Und dann der Eichinger sagte aber mit seinem ganzen anderen Regieleuten da, hat er gesagt, nee, dieser Typ, der muss auch eine dicke, bärige Stimme haben, der muss eine tiefe Stimme haben. Ne? Und hat mein Bruder, der Rottger, der hat sich da so durchgesetzt. Nein, das muss mein Bruder machen, das muss Andi sprechen. Die müssen mal hören, wie sich das anhört. Und dann hat Eichinger bei mir angerufen in Flensburg. Nee, in Flensburg. Und hat mich nach München geholt. Ich soll hinkommen zum Vorsprechen. Da musste ich nach München. Und die hatten dann schon einen Monitor gehabt. Also da musste man synchronisieren, die Stimme. Da war Meister Röhrig schon so mit dieser dunklen Stimme. War das die Stimme, die Eichinger dann haben wollte? Oder war das nur quasi ein Mock-up, also ein Platzhalter? Oder war das schon Eichingers Stimme? Das war Eichingers Stimme und er wollte unbedingt diese tiefe Stimme haben. Aber mein Bruder war ja dagegen. Und dann also dein Bruder, ihr hattet das schon gehört, wie der Röhrig sich anhört. Ja, und dachtet. Und weil ich sowieso nicht. Immer mit Rottger, wenn wir ja die Geschichten entwickelt hatten, dann habe ich ja schon immer so vorgespielt und ich habe den Meister Röhrig auch immer so nachgemacht. Und er fand das ja so lustig gerade, dass er diese tiefe, diese hohe Stimme hatte. So. Das ist ja auch lustig, ne? Normalerweise sage ich den Jungs immer, Ruhe da hinten, weil du stehst hier und das lenkt immer ab. Aber wenn du teilweise sammelst, die können sich da gar nicht, die sind immer am Gegeln und am Lachen, ne? Und, weil das ja, und da ist natürlich die Frage, man findet das natürlich toll, weil man natürlich diesen ganzen Hype um den Werner-Film jetzt natürlich auch so ein bisschen erlebt und das Ganze das natürlich so ein bisschen noch höher hebt. Mm. Aber auch ohne Werner, ich meine, du kannst in jeder Gruppe sofort das Stimmungslevel um den Faktor 10 heben. Absolut, ja, ist echt so, das stimmt. Ihr wart euch hundertprozentig sicher, wir wollen auf jeden Fall, dass du das sprichst. Ja. War da nicht ein Druck auf dir, dass du sagst, absolut. Üben, hast du da ein Sprechtraining irgendwas gemacht und so vorher? Ich hatte ja so ein Skript mitgehabt, das haben die mir ja schon geschickt, da habe ich das ja schon so ein bisschen lernen können. Also gerade jetzt so eine Szene, wo er sagt, tu das Not, ne? Dass das Moped so laut ist, das musste ich dann immer danach sprechen. Und da war gerade so drei, vier fertige Szenen, die ich über den Monitor synchronisieren sollte mit meiner Stimme. Ich habe das echt... Also ich war total nervös und dann sitzen die da, Eichinger und die ganzen Leute, mein Bruder. Hast und du so. Die gesehen? Ja, die waren ja in so einem Glaskasten, mit so einer Scheibe war ich dann okay, da. Also ihr hattet Blickkontakt. Ja. Das macht ja noch schlimmer. Oh, war schrecklich. Du. Und dann sah ich aber den Erfolg, wie Eichinger sich auf die Schenkel gehauen. Ja, das ist es, das ist der Röhrig, so muss das sein und so. Der hat sich so gefreut. Und dann ist mir eine Last das kann ich mir so vorstellen. Abgefallen, weißt du, wo ich dachte, oh, ich hab's geschafft, jetzt bin ich Meister Röhrig, ich darf den sprechen, weißt du, das war toll. Du. 3,5 Jahre war ich da zur Lehre bei dem Kerl. Ja, nichts mit verkürzte Lehrzeit. Nee, ich habe ja Gas, Wasser, Scheiße und Heizungsbau gelernt. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Da war nichts anderes. Was? Das? Ich wollte eigentlich Autoelektriker werden. Aber da war denn nichts. Und hat mein Vater diese Annonce da gesehen? Da gehen wir jetzt mal hin. Komm mal mit. Wie alt warst du da? 15. Komm mal mit, da gehen wir mal hin. Also verkürztes Abitur damals. Ja, genau. Abitur. Alle machen Abitur und es gibt keine Menschen mehr, die das Handwerk lernen wollen. Das ist schrecklich. Es muss eigentlich gefördert werden. Klar. Man kann ja trotzdem Abitur machen, aber man muss ja auch mal eine Lehre machen. Das wären sonst alles nur noch Theoretiker. Die Handwerker fehlen doch. Ja. Ist doch so. Aber wenn ich mir so manche Handwerker von heute angucke, was ich auch teilweise schon erlebt habe, da denke ich, vielleicht hättest du doch kein Handwerk lernen sollen. Also, wir haben schon einige Geschichten auch erlebt. Meinst du wegen der Ausführung, wegen das, was er scheiße oder was? Nee, wegen überhaupt kein null Leidenschaft und gar keine Beziehung zu dem. Ja. Wo ich denke, rumfuschen. Ne? Rumfuschen, ja. Fuschen, Hauptsache schnell, fertig. Ja. Die Leidenschaft. Leidenschaft. Fehlt, ja. Die kleine Monkey hast du ja auch noch nicht gesehen hier. Die müssen wir uns ja auch noch mal angucken, wa? Fertig. Was ich noch, aber du hast jetzt hier natürlich die in Florida zugelassen. Ja, die ist in Florida. Wegen der Steuer, ne? Ja, ganz genau. Also das ist ja einfach echt Fuck for Tief.
Ich muss sagen, ich habe keinen Bock, mit so einem Motorrad zum TÜV zu fahren. Weil, wenn du damit zum TÜV fährst, würde sich die Maschine total verändern. Die wäre ja nicht mehr hübsch. Das wäre ja vorbei, denn. Dann müsste die... Was? Ja, die müsste ja, denn, das ist ja ein eigenes Motorrad. Da muss ja, die müsste ja denn, weil das ja ein neues Baujahr ist. Es ist ja Baujahr, was weiß ich, 2004 oder was habe ich die gebaut. Die müsste denn ja Blinker haben, der müsste den Abgaskatalysator und der müsste eine andere Auspuffanlage haben. Das ist doch alles viel zu stressig. Also, und dann würde das Motorrad ja auch nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Aber genau mit der kleinen, ich beabsichtige auch gar nicht, dass sowas TÜV kriegt. Für mich sind das Kunstwerke, Die ich erschaffe, weißt du? Und mir ist das nicht so wichtig, dass die Dinger TÜV haben. Ich kann auch ohne TÜV fahren. Fertig aus. Wo nimmst du rote Nummer und fährst mal eine Runde? Ja, ich bin mit roter Nummer gefahren. Ich hab mal eine Zeit lang eine rote Nummerjacke gehabt. Weil da kann man ja gar kein Nummernschild ranbauen. Da habe ich mir so Druckknöpfe hier an die Jacke gemacht und dann habe ich mir das Nummernschild hinten an die Jacke gemacht. Bin schön gefahren. Bist du am Angehalten worden? Ja, und mit der bin ich einmal nach Schleswig gefahren. Das sind so 30 Kilometer. Weil ich so einen Bock hatte, das Wetter war so schön, die lief so schön. Ich denke, jetzt fährst du einfach los mit dem Nummernschild dran. Da hatte ich aber auch die rote Nummerjacke an. Beides, ja, also beides. Rote Nummern ja. Als Schild. Oder? So, das kann man ja auch machen. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwo hin, eine Aufgabe, wo fahre ich denn mal hin? Da bin ich zum Getränkeshop nach Schleswig gefahren und habe mir eine 6er-Pack Bier gekauft. Und dann bin ich nach Hause gefahren wieder. Und dann stand die Maschine vor dem Getränkeshop und die Leute, was ist das denn? Die haben sich gewundert, ich habe die angelassen. Lief die. Und dann bin ich schnell reingegangen, 6er-Pack Bier gekauft und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Das war ein schönes Erlebnis. Ich brauche was zu trinken. Ja, sollen wir noch eins trinken? Ja, einen können wir noch. Fahren Sie mal, haben Sie noch ein Bier da? Was ich noch? Ich soll ja nicht fahren. Kannst du... Ich habe schon wieder Bescheid. Was denn? Jetzt will ich hau weg. Ich will hau weg haben. Du bist wieder dran. Ja. 1, 2, 3. Boah, sauber. Guck mal. Ja. Jetzt bin ich wieder auf Tag. Prost. Stößchen, bin der André. Ja. Ich habe da noch was mitgebracht. Weil ich weiß noch, bei uns zu Hause für die älteren Herrschaften gab es immer auch. Man merkt, er ist ein Französisch. Mon chéri, ich heiße André. André Brockschmidt. André Brockschmidt. Nein. Ich habe ein Tacho aus Frankreich. So ein halber Franzose. Hören Sie mal. Jetzt werden Sie nicht frech. Mon chéri. Was hast du jetzt, ein Katermesser oder was? Katermesser? Monsieur? Ah, oui, oui. André? Passen Sie auf. Das ist eine wunderbare Messe. Ich esse kein Mon chéri. Aber hier die Kollegen. Ja, lass mich gucken. Guck mal, kennst du das? Weil du mit deinem Kalüngel-Gedöns hier, ne? Guck mal. Hä? Das war raus und wieder rein. Ja. So schnell kannst du gar nicht gucken. Willst du mich jetzt beeindrucken? Ja. Schaffst du aber nicht. Funktioniert aber nicht. Nee. Schade. Ja. Probier mal. Das von Milwaukee? Ja. Geht doch. Ja, geht. Und was mit der Moncherie? Ja, die kannst du jetzt aufmachen. Was ist mit der Moncherie? Ja. Warte mal. Guck mal, weißt du was? Guck mal, wir sind so doof. Ich vielleicht eher. Guck mal, du kannst halt einfach so rausnehmen. Du brauchst dieses Katerrenmesser nicht. So. Kannst du wieder weglegen. Nee, wir haben nämlich vorher... Willst du das jetzt essen oder was? Jetzt brauchst du da... Nein, wir haben vorhin überlegt. Weißt du, wir kaufen immer irgendwas. Willst du jetzt Werbung für Moscherie machen? Nein, möchte ich nicht. Ja. Aber ich habe vorher gesagt, Mensch, Leute, lass noch mal irgendwie was, so eine Süßigkeit, die es immer bei alten Leuten gab. Ne? Und dann sagten die, ja, Moscherie. Mhm. Weil du ja jetzt 2 Jahre älter bist als Schock ich. Schock mich aber nicht an. Ne? Weißt du, welche gut schmecken? Sind diese Pralinen in Nuss. Diese so, wie heißen die? Glücksbärchi? Nein. Das ist auch so eine achteckige. Ja. Wie heißen die denn? Nicht Rocher. Die ganz alten. Nusstraum. Nee, Rocher doch nicht. Nein. Da, wo auch Alkohol drin ist. Ja. Edle Tropfen. Edle Tropfen in Nuss. Ja. Oh. Und die mache ich gerne. Die lutscht erst die Schokolade so weg, dann kommt so eine Zuckerkristallkugel. Die musst du ganz lange lutschen. Mit einmal boom, da kommt der Slush. Da kommt dieser schöne Alkohol. Der Slush? Der Slush. War das nicht hier der Fitzner? Hast du die jetzt gegessen? Ja. Dieser Fitzner, war das nicht der Fitzner? Wie hieß denn dieser Schauspieler? Der hier, wie hießen die noch? In Nuss? Wie heißt der Schauspieler, der für edle Tropfen Nuss? Wie kann man so eine Scheiße nicht? Fitzner oder so? Edle Tropfen. Aber das Coole ist, jetzt Moncherie, ne?
Das ist ja auch eine traumatische Marke. Weil du hast das irgendwo immer bei der Verwandtschaft gesehen, als du noch so warst. Mhm. Dann hast du Schokolade gesehen. Mhm. Entweder hattest du dieses Verbotskomplex. Nein, das darfst du nicht. Mhm. Das ist Alkohol. Mhm. Verboten war natürlich interessant. Dann hast du das gegessen und du hast dich furchtbar geekelt, weil die Schokolade ist bitter. Da drin ist ein Loch. Und das ist ja so eine Uralt-Oma-Marke eigentlich. Mhm. So. Ja, 10 Packungen auf der Welt davon. Und jetzt ist hier Mon Cherie. Und wie machen wir uns jetzt jung als Marke? Jetzt kommt der Slogan, setzt dem Tag die Kirsche auf. Das ist doch. Großartig. Das musst du doch erstmal erfinden, sowas. Setz den Tag die Kirsche auf. Jetzt stell mal vor, du machst deine nächste Sendung. Dein nächstes Video eröffnest du mit dem Satz, Leute, ich sag euch, sag das mal, Meister Röhrig, mach jetzt Mon Cherie Werbung. Also du bist jetzt Meister Röhrig. Ja. Das ist jetzt, wir machen jetzt TV-Werbung, Mon Cherie. So, du bist doch nicht ganz dicht, ne? Nee, bin was ich nicht. Was soll das denn? Wir können doch nicht Werbung machen. Egal. Nachher kriege ich noch tonnenweise Mon Cherie ins Haus. Nein. Wir machen einen Vertrag und teilen uns die Kohle. Nee, wir schicken mir Mon Cherie. Ja. Das bloß auch. Könnt ihr jetzt schon kotzen? Nee, die schicken dir edle Tropfen in Nuss. Du musst ja auch den Spannungsbogen aufmachen erstmal. Mhm. Ich meiste ruhig, wa? Warte mal ab, ich muss mich erstmal konzentrieren. Ja. Ich kann doch nicht auf dem Stegreich jetzt. Nein, wir geben dir. Wir geben dir. Hier, Fitzmann war das. Sky Dumont war das. Günther Fitzmann. Was ist die Welt bloß schlau, ne? Günther Fitzmann, genau. Leute, ich sag euch, die Community ist so geil. Weil es ist eigentlich egal. Ich werde mich jetzt auch bei Wer wird Millionär bewerben. 100%. Ich sag einfach, ich brauche keinen Joker, ich brauche nur Livestream. So, jetzt aber. Ich gucke gerade Werbefernsehen, ZDF. Hallo, hier ist euer Meister Röhrig. Ich möchte euch gerne mal was vorstellen. Früher war das ja so, Fadi hatte ja auch schon Mon Cherie immer gegessen. Er war ja ein versteckter Alkoholiker und deswegen hat er das so als Pseudo-Tablette genommen, weil er dachte, er könne immer Alkohol zu sich nehmen, ohne dass das jemand merkt. Aber hier ist Alkohol drin und ich sag sie, die neuen Mon Cherie, sag ich immer zu, setzt dem Tag die Kirsche auf. Ich sag euch, diese Pralinen tun Not. Essen Sie mehr Pralinen? Ich esse mal ein, mal sehen, ob mir übel wird. Ich glaube nicht. Fadi hatte die genossen. Ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Wer kann dazu schon Nein sagen? Mon Cherie mit der Piemont-Kirsche. Ich sag mal, liebe Kollegen von, ist das nicht Ferreo? Oh Mann, jetzt bin ich mir echt übel. Ja? Also. Ich mag das nicht. Nee, so schlecht finde ich die gar nicht. Also, liebe Leute, von Ferrero. Die Scheiße hat Bitterschokolade, allein das schon. Weißt du, wenn du die isst, das ist so hart und die klumpt da rum. Die zersetzt sich gar nicht mit dem Alkohol. Fürchterlich, eine Scheißerfindung. Ja? Und dann diese rotte Kirsche da in der Mitte. Was soll das denn? Ich weiß aber wohl, glaube ich, dass es diese Mon Cherie immer nur ein oder zweimal im Jahr gibt, weil die wirklich diese Kirschen brauchen dafür. Das ist alles völliger Quatsch. Wir haben. Ja, komm mit den Gurken. Jetzt, ich bin nicht schwanger. Jetzt soll ich noch eine Gurke essen oder was? Nee, pass auf. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut? Oh Mann. Er will das unbedingt, dass mir übel wird. Ich glaube, ich will nach Hause. Was mit den Kamerafrauen? Kommen die mit nach Hause nachher zu mir? Gut. Die müssen mich echt trösten. Ich muss in die Wanne. Jetzt so einen billigen Scheißkäse, hier so ein Gouda. Das ist echt das. Ja, das ist nix, ist das. Der ist weißt jung. Du, der ist in 10 Sekunden fertig, so ein Käse. Der ist noch nicht mal gereift, das sehe ich jetzt schon. Der ist ja noch jung. So, guck dir mal den Käse an, Mann. So völliger Käse. Wer war denn einkaufen? Ich habe gesagt, denn hier nur das einkaufen? Beste für den Gast aus dem Norden. Erzähl mal die Geschichte mit der Kniehebel-Gelenkzange oder was das ist. Kniehebel-Gelenkzange? Ach, wo sie mit dem Finger aboperiert haben. Ja. Wieso, woher kennst du die denn? Hat man mir erzählt. Mhm. Ich kümmere mich um die. Das ist eine Arztzange mit Übersetzung. Da habe ich mir hier den Finger abgeschnitten. Ja. Im Abrichter. Und dann musste ich ins Krankenhaus.
Das war am Wochenende. Ein Abrichter ist so eine. Abrichter? So ist Holz, ne? Ja, Holz, ja. Ich denke, du machst nichts mit Holz. Nee, das war zwangsweise. Musste Geld verdienen, musste in die Tischlerei. Passt da habe ich mir den Finger abgehobelt. Ich musste ins Krankenhaus, das war am Wochenende. Und es waren nur angehende Ärzte da. Zwei angehende Ärzte. Und dann lag ich da auf der Bahre und ich dachte, wir müssen den ja irgendwie dichten in den Finger. Und dann hat er gesagt, es gibt zwei verschiedene Praktiken. Dann hat sie auf dem Bauch hatte ich ein Buch liegen, wie man einen Finger operiert. Die blätterten dann da rum, ja, sollen wir so machen oder sollen wir so machen? Ich sage, gib mal her das Buch. Dann sage ich, hier, mach mal so. So mit Überlappung und Knochen abknabbern. Da guckt er so ein bisschen raus noch, der Knochen. Und da hat er so eine geile Zange gehabt. Sowas ähnliches wie das hier. Bloß mit einer Übersetzung. Da war hier noch so eine Übersetzung drin, dass du, wenn du nur ganz leicht gedrückt hattest, ja, dann war das da schon richtig stramm. Und ich war in dem Moment, hat sie mir das alles dicht genäht und ich sah die Zange da so. Ich sag, die muss ich unbedingt mitnehmen. Da hab ich mir doch die Zange geklaut. Und seitdem habe ich die. Die ist schön. Ist ja noch zu? Ja. Nö. Nö. Aber da kommen ja so Dünnsenf nur raus. Komm, ich schneide das mit der Knipperx ab. Nee, mach das. Wieso denn nicht? Da kommt viel zu viel raus. Meinst du? Ja. So. Scheiße. Ich habe ja Gott sei Dank nichts abgekriegt. Das war vorzeitiger Senfguss. Die schöne Knarre, du. Oh. Ist aber... Really, nigga? Wer macht das doch denn da? Scheiße. Ich habe auch viel zu viel Druck eingestellt. Aber das ist ja auch eine tolle Maschine. Das ist so geil. Mm. Willst du die haben? Ja, gerne. Ja. Danke. Ey, ey! Ich werde dir mal ein klassisches Angelita-Muster hier, weil du bist ja auch mehr so traditionell, weißt du? Ich bin jetzt auch mal traditionell. Was für ein Muster? Ein Angelita. Eine Liter? Angelita. Kennst du nicht angeln? Nee. Schleswig-Holstein? Nee. Beinhaltet auch Angeln. Angeln, ja, ist noch ein ganz kleiner Landstrich, wo ich wohne. Ich bin Angelita. Ach so. Ja. Du bist so auch ein Dummkopf. Ja. Du weißt nichts. Nee. Ich stell mal größer. Größer? Mach mal auf 6. Dann geht aber die Luzi ab. Das ist nicht gut. Das ist jetzt, weil du hast jetzt einfach quasi hier so eine Senfflippe. Ja, quasi schon wieder. Du, guck mal, du kriegst jetzt einmal so eine Senfflippe, so einen Senfschock und danach ist nichts mehr. Ja, hier. Tut mir leid. Und vor allem drinnen ist nichts. Ja, ich hätte die Gurke gesenfticht. Ach so. Das ist ein Wortspiel. Du sollst noch nicht essen. Entschuldigung. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung. Ihr habt noch keinen Anstand. Nee, das junge Gemüse hier. Man isst die Jugend von heute. Ich möchte auch gerne den YouTube-Kanal mal fördern und wir brauchen mehr Abonnenten. Meister Röhrig schimpft immer. Oh. Aber ich hoffe, das hat den Zuschauern Spaß gebracht, wie ich mich ja diesen Moncherie reinquäle. Ja. Wie, ich krieg sowas geschickt, du. Ja. Ich denke aber mal, krieg ich jetzt, ich kann mich ja gar nicht gegen wehren, ich weiß es jetzt schon. Du, vielen Dank beim Abkotzen, Andi, ich habe dir eine Schachtel Moncherie geschickt. Du warst so lustig. Bitte erst noch mehr Moncherie, damit dir noch schlechter wird. Sowas, du musst aufpassen, ne? Sowas kann auch zu einem Running Gag. Aufpassen, ja, das haben wir ja schon. Wir rauchen ja immer diese Basen-Zigaretten. Wie bitte? Was Schokoröllchen. Basen? Und dann tun wir so, dann tue ich immer so wie Meister Röhrig. Tüt, ach so. Tüt, ne? Jetzt kriegen wir ohne Ende diese Schokoröllchen geschickt. Hat der wirklich geperzt? Hat der wirklich geraucht? Der hat Zigarre immer. Der war so fast Kettenzigarrenraucher. Der hat schon so eine ausgearbeitete Lippe gehabt. Also wenn er die nicht drin hatte, dann hat er hier immer so eine Aussprachung gehabt. Aber und wenn du dann reingegangen bist in sein Kontor, da hatte ich auch noch diese geile alte Rechenmaschine gehabt. 1 und 2, warte mal. Ach, das sind ja 3. Und dann hat er wieder geschrieben, 3, nochmal gerechnet, und 4, warte mal, ach, 3 und 4 sind 7. 7. Der war nicht ganz dicht. Das war also. Und dann kam ich da rein, Meister, das Sägeblatt ist durch. Was? Schon wieder das Sägeblatt kaputt? Sag mal, könnt ihr nicht mal mit Sinn und Verstand eure Arbeit tun? Und das kann man noch beidseitig benutzen, das Sägeblatt. Früher hatten wir noch so eine breiten Sägeblätter, die waren einmal oben und einmal unten. Mhm. Kennst du die? Ja, ja, klar. Und ganz breite. Mit so diese Bügelsäge. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Mit dem Holzgriff. Ja, genau. Mhm. Ja. Habt ihr die schon wieder runtergeritten?
Ich sage, ja, Mensch, wir sehen ja auch viel und so, ne? Na nu, ja, nee, na gut, dann kriegst du Neues. Und dann komm mal mit. Und dann ging er zu seinem Tresor. Tresor? Ja, und da waren die Sägeblätter drin. Unglaublich, ne? Da waren alle so seine Schätze drin, auch Bohrer, wenn wir einen neuen Bohrer brauchten. Oh. Ja, könnt ihr den nicht anschleifen? Der war schon so kurz, der Bohrer. Rührig war nach. Ja, aber das war natürlich auch wirklich eine Generation, die den Krieg noch absolut erlebt hat. Und deswegen war das auch so. Ja, also das, man macht sich da so ein bisschen drüber lustig. Wenn er einen Apfel gegessen hat, hat er den Stängel auch mitgegessen. Ja, man macht sich so ein bisschen drüber lustig, aber das nee, ist halt, nie. Sollte man das, nicht, weil... Ich habe da viel mitgekriegt und viel gelernt und dadurch bin ich auch so nachhaltig geworden. Ich hebe auch hier die Mutter auf und gucke mir die nochmal an und dann lege ich die tatsächlich auch wieder aufs Lager bei mir. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Hat er dir was mitgegeben oder sagst, das hatte ich noch bei? Auf jeden Fall. Und ich finde es sowieso immer gut, wenn man eine Lehre gemacht hat, wo irgendwie, das hat mit allen was zu tun. Das hat was mit Ordnung zu tun, das hat was mit Aufräumen zu tun. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun. Also ein Lehrberuf ist schon toll. Gerade wenn man bei so einem Meister gelernt hat, der noch von der alten Schule war. So, weißt du, so musst du anständig sein. Sag, wenn du zu Frau Hansen kommst, sag guten Tag, hat er gesagt. Und ich meine, ja, Meister. Ja. Ja, hättest du sonst zu Frau Hansen nicht guten Tag gesagt? Ja, vielleicht nicht. Und ich finde das ja oft so, dass wenn Jugendliche so sind und die kommen bei mir auf den Hof, die können nicht mal Moin sagen. Mhm. Und das finde ich schlimm. Und sowas habe ich gelernt. Und das ist richtig, eigentlich finde ich das schön, wenn man so ist. Der Röhrig, der hatte also Gas, Wasser, Scheiße? Ja, Heizungsbau hauptsächlich. Heizungsbau, wie groß war der Betrieb? Da war er gerade. Den war, wie hieß er noch? Herr Christoffersen? Das war ein Däne. Herr Kallesen, so hieß er. Nicht Christoffersen, Herr Kallesen. Eckhardt und dann sein Sohn war noch mit. Der war auch wie ich anfing, war er im dritten Lehrjahr. Und dann bekam ich noch einen Lehrling, wie ich im zweiten Lehrjahr war. Es ging immer so weiter, aber mehr waren wir nicht. Ich soll mal heute selbst mit auf der Baustelle. Ich komme mit. Und die sagen, ach du Scheiße, jetzt kommt der Alte mit. Und da musste man sich ja noch mehr zusammenreißen. So nicht. Wie sieht das hier wieder aus? Die Schläuche sind nicht ordentlich aufgedreht. Die Flaschen sind auf. So stellt man hier keine Sauerstoffflaschen hin. Die müssen hochgebockt sein. Dann kriegen wir erstmal mal Löhe, wenn er mitkam auf der Baustelle. Oh. Dann kriegen wir immer eine Reise. Aber das habt ihr dann auch verarbeitet, ne? Bei, wie hieß die Frau, wo er dann im Fenster hing, diese Szene. Das war ja auch dann letztendlich. Du bist ja war das da, wo du mit dem Hänger schon hin und dann kam er noch mit auf die Baustelle? Ja, genau. Ja, da hatte er ja nochmal mit Herrn Hübenbecker, das war ja von der Stadt, Herr Hübenbecker, der hatte immer die Aufträge besorgt, das war wichtig. Herr Hübenbecker, meine Männer haben alles im Griff, sie können sich darauf verlassen. Das war so ein Zitat, ja. So echt? Ja. Sie haben alles im Griff, sie können sich auf mich verlassen. Ja. Herrlich. Vor allen Dingen, du musst dir mal überlegen, dieser arme Herr Röhrig, nennen wir ihn mal, der macht da einfach sein Leben und sein Tagewerk und hat keine Ahnung, dass Jahre später Millionen Leute... Ja, das ist echt eigentlich so schön. Das ist doch total verrückt. Ja. Und dann dreh mal die Zeit zurück. Du siehst den kleinen Andi, den Lehrling, und dann sagt dir einer, pass auf, diese Geschichte wird Millionen Menschen erfreuen. Ja, da wirst du sagen, hat man ja vorher überhaupt nicht geahnt und nicht gewusst. Das ist so verrückt, abgefahren, ne? Ja. So verrückt. Ne? Aber das ist auch schön, dass man das so ins Leben gerufen hat. Das kann man meinem Bruder danken, also dass er so toll zeichnen konnte, dass er das umgesetzt hat. Und das Witzige ist ja auch, er selbst hat Meister Röhrig leiblich nie gesehen. Ich habe ihn ja beschrieben, wie er aussah. Hm. Hat er den nie gesehen. Also war er nicht neugierig? Ich hätte vielleicht anstelle deines Bruders gesagt, ja, komm, lass da mal hinfahren, ich will den Typen mal sehen, irgendwie, den ich ja da ins Leben rufe. Da war ich ja schon nicht mehr da in der Lehre, da hatte ich ja nach der Lehre habe ich ja noch ein halbes Jahr da gearbeitet und dann bin ich ja woanders hingegangen. Aber dann ist er auch irgendwie aus den Augen, aus den Sinn und wir konnten da nie irgendwie hinfahren, dass wir ihn mal gesehen haben. Obwohl mein Bruder mir sagte, Mensch, wir müssen doch mal dahin, lass uns doch mal gucken, wie er aussieht und so. Und irgendwann langte ihm das aber auch, weil ich ihn so beschrieben habe. Und dann, wenn er ja einmal sowieso gezeigt hat, dann konnte es man ja nicht mehr ändern. Nee. Dann war es auch nicht mehr wichtig, dass er ihn mal sieht. Vielleicht war es dann auch gut. Ja, das glaube ich. Weil er vielleicht so ein Bild dann von ihm hatte, dann sieht er den, ach du Scheiße, bricht alles zusammen. Ja. Und das ist auch so witzig gewesen, denn wie wir da zusammen saßen, mein Bruder hatte mir gezeichnet und guck mal, sag mal, beschreib ihn mal, wie sieht er so, mach mal den Bauch dicker, sag ich.
Mann, und der hat immer so einen Mund gehabt. Der macht mir so. So einen Mund hat er immer gehabt. So, weißt du? Und das ist halt so, ja. Ich gucke diesen Film an, ich gucke diesen Comic an und ich mache auf Standbild und gucke mir diesen Charakter an und denke so, wie geil sind die gezeichnet. Unglaublich. Sie sind unglaublich, wenn es so aussieht, wie man eben so hin. Aber du siehst, also hochwertiger, detailreicher, als wie Walt Disney das gezeichnet hat, finde ich. Dilettantisch eigentlich aus, so ein bisschen. Aber du siehst genau den Charakter, was dich einfach zum Lachen bringt. Die Augen, diese Wulstlippen, das Spiel mit den Lippen, mit den Augen. Und dann allein auch, wie überhaupt Werner, wie er aussieht, das ist ja irgendwie nicht menschlich, sondern er hat so eine lange Nase, dann hat er 4 Haare und so. Aber trotzdem ist das lustig, ne? So 2 Zähne, wer hat denn 2 Zähne, ne? Gibt schon welche. Ja, selten. Das ist selten. Aber das entwickelt mal so eine Comicfigur, die dann so aussieht. Und die anderen dazugehörig passen zu Werner. Die haben ja alle immer nur 2 Zähne. Die haben ja nie mehr. Ich fand auch wie hieß sie? War das Frau Hansen? Frau Glöhr. Die nachher völlig austickt, wo ihre ganze Wohnung unter Wasser, die so schreppelig aussieht. Das ist Frau Hansen. Die schöne Wohnung. Und diese Szene da, wo Werner im Krankenhaus liegt und eigentlich seine Ruhe haben will. Oh, das finde ich. Und dauernd cool. Kommt einer rein. Ich lag selber mal längere Zeit im Krankenhaus. Daher kommt das auch, weil man im Krankenhaus mal viel erlebt hat. Wie das schrecklich war eigentlich. Man konnte nie gesund werden, weil immer irgendeine Putze kam oder um 6 Uhr ging das los. Ja. Dann kam die Frühschwester. Wahnsinn. Dann kam dann wurde das Bett gemacht. Ja. Dann kam die Putzfrau rein. Dann kam Frühstück und dann scheiße, ich habe gar keinen Bock auf Frühstück. Nee. Bring das um 10 Uhr, aber noch nicht um 7.15 Uhr. Oh, ich weiß noch einmal, da lag ich auch im Krankenhaus und dann hatte ich so ein Tablett. Kriegst du ja dann so aufs Bett gelegt, da war ja Marmelade und Tee und was weiß ich. Alles mit. Und ich habe mich so einfach so, bin so beim Essen so eingeschlafen, habe mich umgedreht und das ganze Tablett, bratsch, das flog runter. Ich habe weitergepennt. Ich bin einfach wieder eingeschlafen. Was ist denn hier passiert? Das ist nicht, da hat die ganze Marmelade auf dem Boden. Weißt du, so mecker. Und ich denke, meine Güte, lass mich doch schlafen, ich bin krank. Weißt du, da kannst du nicht gesund werden. Das müsste eigentlich auch Gesundheitshaus heißen und nicht Krankenhaus. Im Krankenhaus wirst du krank. Komm, mal 3 wieder. Warte. 1, 2, 3. Oh, was ist das? Der blockiert. Ein Spätzünder. Ja, hier auch. Mach mal. Oh, das war ja nichts. Also wir schwächeln ein bisschen. Ja. Was war das wohl mal? Eine Metabo. Eine alte Handbohrmaschine. Hier sowas in der Art. Wobei, das ist keine Metabo. Ja, aber sowas ähnliches. Guck mal, das war so ursprünglich. Die ist aber auch vom Design nicht schön. Nicht schön, nee. Nö, die könnte aus der Zone kommen. Sieht so aus. Ist, glaube ich, sogar die so. Hat so, man Zuschauer das, geschickt. Das fasse ich sofort, das merke ich sofort. So wie so eine... Na, ich will jetzt nicht schon wieder was schlecht machen. Was aus der Zone kommt, dann kriege ich wieder Ärger. Trabant oder was? Ja, zum Autos. Beispiel. Das waren noch gute Autos. Boah. Die haben nicht gerostet. Aber guck dir mal diese schöne Lampe an. Das ist Funktionspunk. Funktionspunk heißt für mich, aus Sachen, die mal was waren, zweckentfremden und da was Tolles drauf zu bauen. Warum ist wohl diese Kugel da? Du kannst die Bohrmaschine praktisch aufziehen, nach oben machen. Jetzt müssen wir eigentlich mal das helle Licht ausmachen. Und dann dreht sich der Schirm eine Zeit lang von alleine. Hier zum Beispiel auch, was ich mal gebaut habe, du kannst dich ja bestimmt daran erinnern, wir haben ja mal für Werner, damit er mal ein vernünftiges Motorrad hat, Rottger, mein Bruder, das Motorrad gezeichnet mit mir so, weil wir gesagt haben, Werner müsste mal ein richtig geiles Motorrad unterm Arsch haben. Nicht so wie eine Horrex oder so, er muss sich auch mal selber ein Motorrad entwickeln. Und da hat Rottger, mein Bruder, das gezeichnet, dieses Motorrad. Und ich habe das dann als Modell gebaut. Und die dritte Instanz war denn, wir haben das tatsächlich, dieses Motorrad in echt gebaut. Kann man auch irgendwo sehen, bei YouTube war das mal drin. Nennt ihr ihn eigentlich Brösel oder Röttger? Ich sag Röttger zu ihm. Ja. Brösel ist ja so sein Künstlerspitzname. Wie das dazu kam, war bei ihm an seinem Motorrad, an seiner Horrex, immer alle Schrauben abgebröselt sind. Dann ist er mal nach Kiel gekommen und so, haben sie mir gesagt, moin Brösel, guck mal, die ganzen Scheiße schon wieder alles abgefallen von deiner Kacke. Bei dir bröselt ja wohl alles ab. Und deswegen ist er so, hieß er dann irgendwann Brösel. Aber du bist ja... Andi. Zeit ist reif für mehr Lärm. Guck dir dieses mal an. Schade, dass die jetzt nicht läuft. Aber wenn du den Sound hören würdest an dieser kleinen, süßen Monkey. Wenn du das mal hören würdest.
Da kann man drauf sitzen. Hat die auch den, die hat auch die Federung für die Schippe, ja, hier? Ja, kann man. Ist das eine Holsteiner Schaufel? Das ist eine Edelstahlschaufel. Holsteiner? Gibt es ja. Holsteiner heißen die, ja, genau, ja, so nennen die sich, ne? Die Story ist, das hast du deiner Mutter geklaut. Mhm. Ich hatte keine Alternative. Ich brauchte irgendwie einen Tank. Habe ich gesagt, ich nehme ihr den Teekessel. Wann hast du die denn gebaut? Das ist schon ziemlich lange her. Das ist schon 20 Jahre her oder so. War deine Mutter da schon tüdelig? Hm? Nee. Nee. Wir können ja noch mal Kalümmel spielen. Oh dann ja. Machen wir deine Reisetasche fertig mit schönen Werkzeugen. Boah, da freue ich mich jetzt schon. Nee. Hier, das wollte ich dir noch zeigen. Ja, was möchte ich mal gerne wissen, was das ist. Das sieht so aus wie Krankenhaus. Ich denke, da bin ich so wochenlang mit so einem Ding rumgelaufen, ja, weil ich hier so einen Trümmerbruch hatte. Und da war da hier so ein Schlauch drin. Und dann lief ich mir mit so einer Blutflasche durch die Gegend. Und da ist halt so ein wässriges Blutzeug, ja, ja, ne? Scheiße, ne? Aber so ein Ding hatte ich mal, das stimmt. Ja. Aber jetzt sag doch, was das ist. Hammer. Was ist das so? Das ist total geil. Das habe ich heute. Ich habe die Zündapp-Chronik gesucht, diese alte. Die wollte ich dir schenken. Ja, wo ist die denn? Ich weiß es nicht. Du musst aber. Die ist echt geil. Ja, kannst du mir schicken. Aber ja, oder bringe ich mit der Münch vorbei. Ja, dann hast du ja jedenfalls einen Grund. So. Und das kommt an den Lenker hier, oder was? Ja. Du? Ja. Das Ding. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, oder was? Nein. Weil, hast echt keine Ahnung, was es ist doch. Nee, jetzt, hier könnte ich reinsprechen und hier kommt vielleicht der Sound raus. Fast. Du hast ja gesagt Thrill Seeker, ne? Ups, fump. So und jetzt? Also jetzt ehrlich, nein, du hast keine Ahnung, was das ist. Du hast ja gesagt, es ist eine Art Mikrofon. Kannst du das nicht? Dann müsstest du eigentlich an. Das ist Stilbruch, ne? Von der Optik ist das Stilbruch. Wo soll das ran? An Lenker. Oh, warte mal. Wo haben wir den? Ist der voll? Oh, was er alles hat. Der ist so geil, das Ding. Mann. Aber der muss ein kleiner Kreuzschlitz rein. Na, haben wir doch. Oh Mann, das hat der tolle Sachen mit Beleuchtung. Hier, such nicht so aus. Ich porn ab, du. Wahnsinn. Ach, das ist geil. Guck mal hier, ich brauch gar nichts machen. Warum geschenkt? Nee, guck mal so. Das Ding ist ja, wenn du jetzt drehst und du kannst am Ende richtig Ivan im Ärmel haben. Ja, toll. So, sollen wir das an die Monkey schrauben jetzt? Zeughause. Das ist Xiaomi, das ist chinesisch, mit einer Kooperation mit VIA. Und VIA nennt es Zuhause und damit die Chinesen es aussprechen können, Zuhause. Das ist eigentlich für Fahrradlenker, ne? Das ist ja das gleiche Maß wie Fahrradlenker. Geht da nicht noch mehr? Das muss an die Waldfee, weil der Lenker ist dicker. Guck mal, hier passt das aber wunderbar. Guck mal, wie der ästhetisch. Sitzt. Aber wie Sau, du. Ja. Jetzt musst du das mal herholen, ne? Ja. So, jetzt hält er. Ja? Aber, naja, mäßig. So, was kann das nun? Du musst du draufdrücken. Wo denn? So, aber du, jetzt gehst du in Deckung? Ne, ich wollte nur ein Stückchen Bier trinken. So, jetzt fahre ich aus Spaß. Ja, und jetzt kommt ja einer. Wo soll ich da drauf drücken? Auf den Weißen. Hier? Jo. Boah, Wahnsinn. Du musst richtig durchdrücken. Das ist süß, eine Pressluft. Ja, du musst richtig durchdrücken. Eigentlich ist sie lauter. Du kannst auch einfach eine Tasche nehmen und kannst aus der Hand drücken. Das kann man hier so, muss ja, das hier. Ja, sicher. Das musst du als Fußgänger haben, wenn du irgendwo auf dem Wochenmarkt bist und du kommst nicht durch. Ja. Da kannst du hier mal. Ich stand mal an der Bahnschranke. Hast du voll durchgedrückt? Soll ich nochmal machen? Ja. Boah, das war doch lauter jetzt. Ist schon laut. Geil. Aber toll, du. Was steht bei dir drauf? Mir doch. Hau weg, hab ich. 1, 2. Warte, ich bin noch nicht, also. Concentration. 1, 2, 3. Das war wieder mal sauber. Ja, super. Prost. Das ist auch französisches Werkzeug. Nein. Facom. Das ist eine Rotationsknarre. Ah, hier ist was. Ah, nein. Mhm. Och, das ist süß. Kannst du so ansetzen und dann hier so. Wenn du wenig Platz hast. Oh, und du kannst aber auch in beide Richtungen drehen, glaube ich, bei der. Ja, kann man. Nee, warte, pass auf. So und so. Genau. So. Ja, hab ich ja. Du hast eine Ratsche schon. Die dreht sich und schaltest du um. Ach du Scheiße, und die dreht sich immer in die gleiche Richtung. Ja. Das auch noch, wenn du so bist, dann kannst du nur so. Ja. Hammer, ne?
Geil, ne? Wie würde sich denn Röhrig, wenn er jetzt komplett außer sich wäre? Ja. Sag mal, könnt ihr nicht mit Sinn und Verstand eure Arbeit tun? Das fetzt ja den Tag die Kirche auf. Ihr seid ja wahnsinnig, ihr ruiniert mich. Das passt auch gut. Das ist geil, ne? Wir könnten ja auch die Zuschauer aufrufen, dass sie uns mal Videoclips schicken, wie sie in ihrem Dialekt, in Sächsisch, Bayerisch, Fränkisch, Slowenisch. Kannst du sächseln? Nein, sicher, ich kann nicht sächseln. Doch, das habe ich gerade gehört. Doch. Ja, das auch so ein bisschen. Sie sind ein Art auf Sachse sind sie. Nein, sicher. Sie kommen aus Sachsen, oder was? Thüringen, ne? Nein, sicher. die Zuschauer sollen uns mal hier empört einen Ausdruck der Empörung. Das setzt den Tag die Kirche auf und das in allen Dialekten. Mhm. Wenn wir genug Einsendungen kriegen, dann machen wir mal in den nächsten News ein Special. Und der Beste kriegt eine Flasche Bergstoff. Eine Kiste. Na. Oder eine Kiste Moncherie. Ja, von mir aus ja. Hast du Tattoos? Nö. Nee? Ich habe ein Tattoo, warte mal da. Schweißdraht oder was? Nee, das ist tatsächlich ein Tattoo. Und hier habe ich auch irgendwo. Da. Da mein Freund, der war Tätowierer und ich guckte jemanden zu, der tätowiert wurde und ich ging da mal so dicht ran und er so. Diet. Nein! Ja! Nein! Und dem war ich tätowiert. Ich so, oh Scheiße, jetzt bin ich tätowiert. Und das ist von Vicon die Nummer 7 Solar. Da machst du nämlich so Solarkabel mit. Und da ich gerade am Wohnwagen so viel dran bin. So, jetzt wollen wir mal abisolieren. Guck jetzt. Boah, sauber, die ist klasse. Da ist ja ein Tiefenbegrenzer, ne? Die ist sehr schön. Ne? Ja, du kannst es einstellen. Ja, ne? Ja. Jetzt macht er genau den Weg, ja. Ne? Oh, herrlich, du. Die geht aber wirklich. Das ist auch Knipex. Nee, aber die ist ja für meine Sachen, wäre die jetzt genau die richtige hier. Oh, es gibt aber noch eine Yukari um die 10 Euro, 15 Euro. Die ist auch okay. Nee, glaube ich nicht. Ja, kannst du nicht vergleichen. Wir haben die auch noch eine Weidmüller Strippax. Was mich aber so stört, naja, aber das ist so, dass die so aus Kunststoff sind. Warum hat die nicht auch so einen Metallgriff, sowas wie das hier? Weil braucht ihr eigentlich nicht, ne? Die ist schön leicht, ne? Gefällt mir gut. Wo sind denn diese Mini? Die können doch nicht weg sein. Hat er schon was mitgehen lassen? Ich hab nichts. Guck mal, er wurde kurzzeitig nervös. War das nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ach, die wollte ich dir zeigen. Oh, süß. Die sind schön. Das nennen wir ja im sanitären Bereich Armaturenzangen. Mhm. Weil damit, das ist ja so wie ein Schraubenschlüssel. Und man macht eigentlich damit so Wasserhähne und Armaturen und sowas, damit man es nicht zerkratzt. Die gibt es auch in bis ganz groß, ne? Genau. Oh, herrlich, du. Ja. Und die ist ja für Muttern gedacht. Also die ist wirklich als... Ja, weil für Sechskant. Und das ist ja so, dass die so weich sind. Wenn du so verchromte Armaturen hast und so, dann nimmt man das dafür. Und du kannst so richtig was mit anstarten. Aber so eine habe ich auch in klein von Knipex. Ja, gibt sogar noch kleiner. Noch kleiner? Ja. Ja. Für Uhrmacher, ne? So, guck mal auf meinem Schreibtisch, da liegt die, glaube ich. Aber nicht wieder in die Kasse greifen, ne? Macht er ganz gerne. Die werden wir verlosen. Die soll verlost werden. Ja, das ist, und zwar ist das die Meister Röhrig Gedächtniszange. Nee, weil es gab doch diese Szene. Jetzt habe ich aber diese gesehen und so eine war das damals. Wirklich? Das, was wir im Film ja auch vorgestellt haben bei Frau Hansen. Da sagt Eckert noch, die Verschraubung leckt noch. Ne? Da muss ein neues Ventil rein. Und er sagt Meister Röhrig, sammel nicht das Geld, nur Mimoranda. Und dann nimmt er so eine Zange, dieser Vollpfosten damals, das war ja, glaube ich, nur ein Dreiviertel Zoll Ventil, so klein, mit dieser Zange. Und, und er kriegt die nicht mehr hin. Und dann sagt er noch, gib mir mal die Verlängerung. Da lag da so ein Rohr. Und dann sagte Eckert zu mir, Röhrig, ich würde das lassen, die Verschraubung reißt ab. Sammel nicht das Guide! Und dann macht er mit aller Wucht, mit einmal macht das Knack, Bang, die Verschraubung reißt ab, die Heizung war voll unter Druck. Das ganze Wohnzimmer von Frau Hansen, ein Malheur, das könnte ich nicht vorstellen. Das war authentisch wirklich. Oh, und da stand er da, du. Wir haben Katastrophe! Geh nach unten, nach dem Keller hin! Dreh das Wasser ab!
Und dann war der Heizungsraum abgeschlossen. Wir mussten vorher in Biernot. So hieß er. Der hieß tatsächlich Biernot. So. Und dann musste ich runter bei Biernot klingeln, weil er Hausmeister war. Wir brauchen den Schlüssel für den Heizungsraum. Er so in Unterhose, wie do? Ich sag, wir haben Katastrophe. Da oben ist, wir müssen das Wasser abdrehen. Wieso? Weißt du? Da war schon wieder 500 Meter weiter. Oh, Mann. Und das hat gedauert. Aber das ist auf jeden Fall eine authentische Geschichte. Ja, cool. Wir schreiben hier rauf, Röhrig, Gedächtnistange, und dann wird die verlost. Ja, dann wird die noch signiert. Sag mal, ist das was? Die ist ja aber schön. Sag mal, die ist doch was für mein Handwerk. Die könnte ich doch neu, die könnte ich so benutzen. Da könnte ich ja noch mehr Ventile mit abreißen. Stößchen. Sagt ihr immer Stößchen? Sagen wir Stößchen ja schon, ne? So. Das ist so ein bisschen schwul, ne? Stößchen. Soll ich dir mal ein bisschen was beibringen von Kultur? Ja. Das heißt, hau weg die Scheiße. Ich bin eine andere. Und weißt du, was hau weg die Scheiße auf Englisch heißt? Throw away the shit. Gut. Also wirklich gut. Ja? Ja. Throw away the shit, my friend. Ich finde auch schön, dass ich in der Werbung bin. Ich mache jetzt mal Werbung für die Firma Knibbex. Lieber Herr Knibbex, was Sie da herstellen, das setzt dem Tag die Kirsche auf. Diese schöne Knibbex-Tange. Ich sag Sie herzlichen Glückwunsch. So was Schönes. Und jetzt Wetter. So, soll ich jetzt mal nageln? Ich habe ja hier noch eine Verletzung. Ich kann noch, du. Hammergeil. Du musst das Ding versenken. Nein. Doch. Nein, doch. Wir machen einen Wettbewerb. Erstmal einen Nagelwettbewerb und dann kommt Kalüngel. Tschüss, Nagel. Soll ich mal ganz versenken jetzt? Du? Ja. Wahnsinn. Geil, ne? Jetzt, mein lieber Freund. Ach, jetzt schon Freund? Ja, ich finde dich ganz gut. Dann kann man ja auch mal freuen. Das ist so wie kleine Kinder, wenn die spielen. Ja. Ich finde dich ganz gut. Willst du mein Freund sein? Mhm. Ja, okay. Sollen wir Freundschaft schließen? So. Gleiche Höhe, du fängst an. Also, möglichst. Kannst du keinen nageln oder was? Nee, ich kann nicht nageln. Und jetzt alle mal die. Du wahrscheinlich jetzt super. Nein, du machst mich jetzt, ziehst mich jetzt. Ich bin verletzt und hab ein Handicap und alles. Na, hau rein da. Das ist nicht scheiße. Nee, aber ich habe schon einen Tee. Sagt man das so? Ja, sagt man. Scheiße. Na, guck mal, das ist nicht gut. Nee, ich kann nicht verlieren. Du bist aggressiv. So, jetzt bin ich dran. Ich bin auch nicht gut. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, wie er sich freut, du. Wie du gewinnst. Nein, fuck. Nein. Ah, warum denn nicht gleich so? Warum aber nicht? Jo. Jetzt haust du daneben, bitte. Wenn ich das verliere, dann bin ich so dämlich. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich hau ja bestimmt auch daneben. Soll ich extra daneben? Nein. Das ist der Eichinger-Moment jetzt hier. Habe ich aber extra gemacht. Na ja, ja, ja. Guck mal, man sieht auch genauso geil den Abdruck, wie doll du daneben gehauen hast. Ja. Du, stell mal deine Kontaktlinsen richtig ein. Du, das kann doch jetzt nicht so sein. Ich bin schon so nervös, weil ich habe so eine Leistung. Ja. Ich kann nicht unter Druck. Nee, kannst du auch nicht. Du musst richtig voll reinhauen, sonst schaffst du das nicht. Na also. So. Ich habe aber noch einen Schlag. Herr Andi. Glückwunsch. Nee, noch nicht. Wenn ich verliere, dann gratuliere ich dir. Ah. Gleichstand, würde ich sagen. Oder wollen wir denn die kleinen Nägel noch mal? Komm, wir machen noch einen Mini-Wettbewerb. Komm, Andreas Nagelstudio. Du darfst ich fange jetzt mal an. Ja. Das ist mein Nagel. Oh, das gibt's doch nicht. Wie blöd sind wir denn? Ja, total unfähig. Dann wollen wir hier die großartigen Handwerker sein. Aber wir können uns davon entschuldigen, weil wir so viel Wirkstoff getrunken haben. Wir haben hier, man muss ja mal, guck mal hier. Du, 5 Stück habe ich, wenn ich das alle habe. Ich bin schon ganz tüdelig. Ich brauche gleich mal wieder eine ordentliche Käsegurke. Nee, bloß nicht mehr, du. Und kein Mangerie. Ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Und der Druck ist schwierig, ne, du? Das gibt's doch nicht! Ich freue mich. Wie doof kann man denn sein? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Das ist aber der Druck. Aber das ist, naja. Oh. Aber immerhin. Immer getroffen. Immerhin, mein Lieber, immerhin. So. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe einfach reingewämst. Ich habe nicht lange überlegt. Ich kann nicht hingucken, ne? Ja. Siehst du? Du musst nicht schon wieder Gleichstand. Was ist mit der Senfpresse? Ja, die wollte ich mir auch geben. Ja. Die ist lustig. Sag mal, wie sieht das hier eigentlich aus? Ne? Das sieht nach einem sehr lustigen Livestream aus. Das muss ich auch sagen. Ne? Ja. Merkt man das eigentlich jetzt in der Sendung, dass ich methylisiert bin? Guck mal, die schwimmen im Kopf. So, pass auf, was fragen wir die? Die sind eh voreingenommen auf der Gehaltsliste. Auf der Gehaltsliste? Oh, ich hab schon mal einen Turm. Ja. Oder schon eh paralysiert. Aber jetzt hab ich gemerkt, du bist methylisiert. Ja? Das war Methylisation, mein Lieber. Die Zuschauer sollen schreiben. Sie sind methylisiert. Ja, du hast ja direkt so ein bisschen frankophil. Frankophil? Ja, mit André und Mancherie und so. Mhm. Kannst du bis 13 auf Französisch? Machen wir auf Französisch, oder? Nee, finde ich scheiße. Auf Chinesisch ist besser. Zata! Zata! Za! Tja, 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 tja! Oh, jetzt hast du die ganz alleine. Ja, aber ich habe doch drei. Wir hatten auf drei gesagt, was auf Chinesisch. Ich weiß nicht, was drei auf Chinesisch heißt. Ja, ich dachte, du würdest. Nee, wusste ich nicht. Meine Fresse. Eins, zwei, drei. Okay, warte, ich mach nochmal. Nee, das ploppt das nicht, wir tauchen das nicht. Kannst vergessen. Hol dir eine neue. Nee, trink die erstmal aus. Throw away the shit. Throw away the shit, my friend. My name is André. You can say you to me. Ja, du mich auch. Von wem ist das Methyl? Habt ihr das? Methyl hat Meister Röhrig erfunden. Meister Röhrig hatte eine kleine Schnapsbrennerei. Kennst du den aus dem Film nicht, wo er Schnaps brennt? Ja. Und das war ja auch tatsächlich so. Andreas, du bleibst heute zu Hause. Wir sollen Schnaps brennen. Ich habe eine Feier vor. Und dann sind wir da in seine Katakomben gegangen und da schon so ein Kupferkessel und dies und das alles. Und dann haben wir das wieder in Gang gebracht. Und dann wollte ich Brombeeren pflücken. War das bei ihm zu Hause? Ja, klar. Ja, nicht in der Firma? Ja, nee, das war bei ihm im Garten. Da waren ja seine Tauben. Achso, das wollte ich auch noch erzählen. Wir haben einmal, Andreas, ich habe zu viele Tauben. Ich musste ja auch manchmal die Tauben füttern, Garten umgraben, Kohlen schleppen. Also das hat ja auch mit meiner Lehre überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ich war ja eher so Kind für alles da im ersten Lehrjahr. Soll ich auch Lehrjahre sind keine. Genau. Und dann sollte ich auch die Tauben füttern. Und dann war das einmal so, das haben wir auch ganz toll in dem Werner Buch, in den Comics einmal gezeigt, wie er mit der, er hatte eine kurze Hose an. Und dann war bis zum Taubenschlag war hier so eine Leiter und die Leiter ging so nach oben und ich stand unten und er ging diese Leiter hoch und wollte mir erklären, wie man die Tauben füttert. Und ich guckte dann so hoch und er ging immer höher. Leisten und ich guckte so in diese weit ausgeschnittene kurze Korthose rein. Und was ich da sehe oder was ich da sah, das wollt ihr nicht wissen. Die Unterhose war auch sehr offen. Und naja, gut, mehr zu dem nicht. Und dann. Ich habe die Eier von Herrn Röhrig gesehen. Und was hast du in diesem Moment gedacht? Mein Gott. Die Glocken hängen tiefer als das Seil. Guck mal, Andreas, das ist meine Beste, das ist Trude. Die ist mal ganz nach Hamburg geflogen. Und sie ist wieder zurückgeflogen. Ja, die hat Brieftauben. Ich sage, ja, Meister. Lustig, ne? Hast du wirklich ja, Meister? Ja, habe ich ganz oft gesagt, weil so ein bisschen aus ironisch schon so. Aber das, was in dem Film, ne, wo ihr euch dann in den Keller verpisst habt, war das authentisch? Wo Eckart und ich im Keller waren und wo er gesagt hat, wieso frisst ihr meine Kohlen? da war das ja nur so, dass er uns bei unseren Laienspielen, ich habe ihn ja immer gerne nachgemacht. Und dann stand ich da und habe ich so die Kohle als Zigarre genommen. Du, und habe ihn so parodiert. Mit einmal steht er hinter mir. Scheiße. Du, da war so der Spruch, das hat er ja ganz oft gesagt, Männer, ihr müsst mit Sinn und Verstand eure Arbeit machen. Und das habe ich dann auch so nachgemacht vor Eckart. Und er hat sich mir halb tot gelacht, Eckart. Ne? Er fand das lustig. Mit einmal steht er dahinter. Du, was macht ihr hier? Wieso steht ihr rum? Wieso frisst ihr meine Kohlen? Weißt du, so. Ne? Oh, ich denke, mein Gott. Du. Und wieso, oh, scheiße, ertappt.
Lass mal nicht rumklüngeln, sondern kalüngeln. Oh ja. Jetzt Na? Wird kalüngeln. Das was ich gerade eben gesehen habe, ich war ja auf Toilette. Ja. Und was ich wirklich toll finde. Heimblöd? Nee, er fährt die Ideal-Standardbecken. Die Ideal-Standardbecken haben wir damals nur verbaut. Die sind wertig. Das schöne Ideal-Standardbecken. Habe ich ja mal kaputt gemacht im Treppenhaus. Da sollte ich das nach oben tragen. Und irgendwie kam mir da einer entgegen und riss mir dieses Klo aus der Hand. Und ich habe das so mit anderen Werkzeugen noch mit der Kloschüssel. Und dann fiel die runter und dann kang. Und dann kam Meister Röhrig hinter mir her und sah, wie dieses schöne Ideal-Standardbecken kaputt war. Oh mein Gott, sagt er, das schöne Ideal-Standardbecken. Und da habe ich Mecker gekriegt. Also so hat er sich angehört, auch richtig, wenn der gemeckert hat? Ja. Nein, das war ein bisschen schlimmer. Komm, wir spielen jetzt. Ja. Dann Gequatsche, das geht mir auch manchmal auf den Sack, weißt du. Warum heißt das Kalüngel? Ja. Jetzt hör dir mal das Geräusch an. Kalüngel. So sind wir da drauf gekommen. Weil das Geräusch von der leeren Flasche sich schön anhört. Alter, jetzt sehe ich mal wieder. Du hast hier diese Fixatoren. Mhm. Fixatoren. Würde ich sie jetzt nennen. Ja. Guck mal, mit und da hast du Ventil. Ja, und die sind hier abhanden gekommen. Vielleicht hast du ja noch welche. Das war ja mal ein Fahrradladen hier. Aber das ist hier zum Flaschenfixieren. Hier kannst du die Flasche feststellen. Ja. Und jeder Betreiber des Wettbewerbs kann sich die Flaschen selber einstellen. Vorher, weil es ja ein Weltmeisterbrett ist, ist hier eine Wasserwaage drin. Siehst du das? Ja. Und mit diesen Füßen, Schrauben hier, kann man das genau einjustieren. Guck mal, hier, siehst du das? Und wenn ich hier höher drehe, dann stimmt das fast. Das habe ich überhaupt hier noch mit Gassauerstoff ausgebrannt. Jo, okay. Das ist ein schönes Eisen. Das sieht toll aus. Das, weißt du, was ich dachte? Das ist auch eine Erfindung von mir, Schrägbrand. Schrägbrand. Ja, so mit dem Brenner, so mit Gassauerstoff. Denn zu dem Spiel selbst haben wir ja drei Varianten. Man kann eins oder zwei oder drei Punkte bekommen. Wenn die Flasche hier geschlossen ist, wenn man jetzt mal nicht so schnippt und die Flasche ist jetzt hier geschlossen, man schafft das, dann sind es drei Punkte. Ja. Wenn er denn so landet, sind es zwei Punkte und so ist ein Punkt. Das ich hätte, warum ist so schräg drauf mehr Punkte als so? Ist das leichter? Weil wir das ausprobiert haben, was am einfachsten ist. Und am einfachsten ist das, wenn er so landet. Da haben wir lange getüftelt. So, man kann sich den Prümpel, sagen wir ja, das ist der Prümpel hier, den kann man sich so zurechtlegen, wie man will. Man kann so das machen, den hinstellen, man kann ihn so drehen. Und da gibt es verschiedene Varianten, das muss man dann selber ausprobieren, was besser geht. Und man darf ihn nur mit einem Finger den hochschnippen. So, das sind jetzt zwei Punkte. Und insgesamt kannst du ja 21 Punkte kriegen, wenn alle Flaschen geschlossen sind. Wo liegt der Weltrekord? Bei, also es gibt Leute, die also richtig Profis, die das. Ich habe ja selber die auf Bestellung gebaut, diese Bretter. Habe ganz viele verkauft. Wir hatten ja so früher so Kneipenmeisterschaften gemacht mit diesen Brettern. Und jeder hatte so sein eigenes Brett. Dann kamen sie damit an, so ganz wichtig und so. Wann war das? Das ist jetzt so, ich würde mal sagen, so 5-6 Jahre her. Da haben wir das noch betrieben. Und dann gibt es ja noch den Löhrer. Man kann das so spielen. Das haben wir in dem Werner-Film, den Doppellöhrer, gemacht. Da macht Werner so. Guck dir das mal an. Geil. Darf ich einmal probieren, wie das geht? Ach so, wir wollen noch spielen. Ich dachte, jetzt ist die Sendung endlich vorbei, du. So, also so quasi. Scheiße. Nein, man fängt doch in der Mitte an. Hier, nicht in der Mitte. Hier von oder da fängst du an. Ja, ich will ja nicht anfangen. Ich will einmal kurz probieren. Ja, üb mal. Ha, boah, das ist ja link. Ja, da siehst du mal, wie schwer das ist. Guck mal, ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Du hast eben gerade gesagt, wenn man einen Lehrling hat, dann alleine, ist man auch nachsichtig. Allein dieser Winkel und wie blutarm du da stehst, weißt du, das muss, du musst, ne, völlig blutarm. Streng dich mal an, guck mal hier so. Oh, warte mal. Ja. Naja, aber du hast ja gesehen, dass ich das eben gemacht habe. Ne? Alter, du hast das schon 50.000 Mal gemacht. Ja, ich bin ja Profi. Dann dreh den doch mal so hin, wie die sind. Ich habe doch gesagt, so geht's am besten. Hör doch mal auf mich. Ja, Papa. Wer kann denn? Warum geht der denn wieder zurück? Weil du blöd bist. Jetzt habe ich schon wieder diesen Leistungsdruck. Ja, du hast den Druck, den Leistungsdruck. Da!
Ja, jetzt freu dir noch ein Arsch ins Loch, wie heißt das, noch ein Loch im Arsch. Das war doch jetzt gar nichts. Du willst mich verlieren sehen, ne? Nein, ich möchte gerne, dass du gewinnst. Ich mache extra eben. Okay. Wieso fängst du jetzt von da an? Was soll das denn? Ja, ich weiß nicht. Du hast gerade gesagt, man fängt von da an oder so. Kann man. Ja, und dann mache ich das und dann kann man es auf einmal nicht. Und dann fängst du an, rumzumotzen. Ja, weil du doch eben da angefangen bist. Ach, das war nur zur Übung. Ja, das war nur zum Üben. Ja, jetzt mach. Und ich wollte die Übelseite jetzt nicht mit der Seite verbinden. Siehst du. Ah. Und ich darf kein zweites Mal. Nein, das wäre blöd. Oh, scheiße. Siehst du, das sind 3 Punkte schon. So ganz blöd bist du doch nicht. Scheiße. Mich, wie du dich ärgern kannst. Das ist doch nur ein Spiel. Nein, aber ich will gewinnen. Ja, weiß ich. Du, Ehrgeiz, das kann ich auch morgens liegen bleiben. Er hat Ehrgeiz. Sauber. Oh, der war fast schon gelegt. Der was? Was? Der war gelegt. Wenn man so macht. Weißt du? Mann! Ja. Du bist verkrampft. Ja, ich hab das doch noch nie gemacht. Trinken wir schon Bier noch. Ja, warte. Meine Güte, das ist richtig. So ist richtig. Ja. Oh. Nein! Mann, das gibt's doch nicht. Das ist doch. 1, 2, 3, 4 Punkte. Oh. So, wir sind immer noch am Start. Der längste Stream der Welt. Und wir spielen jetzt gerade Kanüle. Wie lange sind wir hier schon? Wie lange sind wir schon? Oh mein Gott. 6 Stunden. Das ist nicht normal. So, ich mach jetzt so, pass auf jetzt. Nee. Alter, wie machst du das denn? André braucht mehr Sprit. Noch ein Bier auf Ex und André kann es. Siehst du? Nun signiert André das Bild doch noch. Die Flaschen sind verbraucht. Da müssen neue her. Ich müsste mir so eine Alexa-Stimme oder so eine Google-Sprache Ausgabestimme. So, jetzt müssen wir das nochmal vorstellen. Das fand ich so lustig. Da gibt es hier, das muss man sich mal vorstellen. Das Reispatent. Das hast du mir gezeichnet. Boy, verhütet Unfälle. Ja. Deswegen haben wir den Rücklichtboy, das Kontrollgerät entwickelt. Gebrauchsmusterschutz angemeldet. Ja, es ist ganz einfach zu installieren. Kabel. Kabel. Schraubt es auf die Herrenstange vorne an und so kann man sehen, wenn das Rücklicht leuchtet, ist hier am Rücklichtboy eine Glühbirne, wo man sehen kann, dass das Rücklicht geht. Jetzt zum Preis von 1,80 Mark im deutschen Fachhandel. Erhältlich. Tusch. Das war die Weltwochenshow, meine Damen und Herren. Boy verhütet Unfälle. Und wie gemerkt, Boy verhütet Unfälle. Jetzt in der Gegenwart wäre das, die folgende Sendung wurde Ihnen präsentiert von Boy. Boy verhütet Unfälle. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne weitere Nachtruhe, denn wir gehen jetzt weiß nicht, was ist es, 3:30? Echt, du. Wie kann das nur angehen, du? Also ich persönlich bedanke mich dafür, auch für diese komischen Kommentare, war ja auch manchmal echt toll. Und denkt dran, guckt auch mal in den Andis Funktionspunk rein. Was wir ja für euch haben, ist ja auch jetzt etwas Merch. Andis Funktionspunk-Kanal hat tolle Jacken, tolle Arbeitssachen, online bestellen kann. Ja. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber ist auch egal, mein Kopf ist auch voll mit Bier. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt, Junge, komm bald wieder. Und denk dran, schöne Kommentare, Glocke drücken und für unseren Kanal. Nee, und für euren auch. Andi, war schön mit dir. Es war mir ein Fest, dich hier zu Gast zu haben. Wir haben echt Spaß gehabt. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Ne? Und das werden wir demnächst nochmal haben, wenn ich mit der Münch und dem Staubsauger vorbeikomme. Das wird geil. Das wird richtig geil. Das machen wir. Da freue ich mich. Mhm, ich auch. Tschüss. Tschüss.